Wir haben heute extrem harten Splatter, beklemmende Engel, den zweitmächtigsten Mann der Welt, skurrile Vampire, ein bisschen was fürs Herz und ein Känguru. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streamingdienste gibt. Vor mir sitzt der King of Berlin, der Schulz. Warum das? Ja, weil wir ja jemanden heute im Podcast haben, der King of Okay. Und ich komme war. und weil ich aus Berlin komme. Genau. Okay. Gut, kam nicht so gut an. Nee. Wie geht's dir? Mir geht's wieder mal fantastisch. Und selbst? Ja, puh, das, boah. Okay. Ich bin jetzt mal ganz aufgeregt, wenn ich Podcast mache. Ich habe sehr viel gesehen, ich habe aber auch sehr viel Dreck gesehen. Also in meinem Sortiment, was ich heute dabei habe, ist für mein Empfinden sehr viel Scheiße. Also ich habe mal gucken, ein paar Sachen, die ganz gut sind, aber auch zwei, drei Rohrkrepierer dabei, ja. Wir haben ja jetzt die 21. Folge. Also wir Ja, sind schon. jetzt sind wir in den USA auch volljährig. Wir sind schon sehr weit gekommen. Und nur mal für die Hörer, um das vielleicht mal ein bisschen einordnen zu können. Wir haben noch 20 andere Folgen. Ja, noch einen zweiten Podcast, da reden wir über Trickfilme. Wir haben jetzt in den 20 Episoden, die wir schon haben, haben wir 104 Filme behandelt und 17 Serien. Muss man aber auch dazu sagen, die allererste Folge, die wir gemacht haben, ging über die Oscars und da haben wir Filme nicht wirklich behandelt, da haben wir einfach nur so grob so sind wir drüber geflogen über die Ja. Oscar-Verleihung, wer nominiert war und wer gewonnen hat. Und dann hatten wir noch eine Special-Folge über Actionhelden unserer Jugend und da war genau das Gleiche. Also da haben wir auch Ja. nicht groß Filme behandelt. Eigentlich der Klassik-Podcast ist ja auch schon fast so, also ein bisschen, aber. Ja, wobei wir da schon einzeln die Naja. Filme durchgegangen sind. Also da ging es schon ein bisschen mehr in die Tiefe, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt machen wir uns dran, dass wir die 50 knacken, würde ich sagen. Ja. Ich hätte etwa 25, aber. Nee. Ja, Ich greife nach höheren Sternen. okay. Wenn, dann will ich mehr. Ich würde einfach mal anfangen jetzt, Ja. bevor wir hier da lang dusselig quatschen. Schon zu spät auf Und jeden beginne, Fall. und beginne mit einer übelsten Granate. Okay. Es war Halloween. Und meine Freundin hat eine Klassenkameradin von ihrer Ausbildung mitgebracht und die ist extremer Horrorfan und sie wollte einen Horrorfilm gucken. Und da dachte ich mir so, ey, da gibt es doch jetzt bei Netflix so einen neuen Film, der heißt Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Den haben wir uns angeguckt und da bekam ich das Kotzen. Worum geht's? Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die in Manier von die härtesten Eltern der Welt oder so, gibt es da so eine komische Sendung, wo die Kids da irgendwie Ja. irgendwo dahin verfrachtet werden ohne Handy und ohne nischt. Ja, ist genau das gleiche hier in dem Film. Nur, dass in diesen Wäldern, wo die dann verfrachtet werden, gibt es ein oder vielleicht sogar mehrere komische, ekelhaft aussehende Mutanten-Männer, die die halt nach und nach umbringen. Das ist der Film. Okay. Ja, und das ist halt auch genau der Knackpunkt. Das ist halt übelst der Klischee-Mist halt, ne? Du hast halt eine Gruppe Leute im Wald, die jeder für sich genommen schon übelst die Stereotypen bedienen. Du hast halt die hübsche Blonde, die ein bisschen doof ist. Dann hast du den Dicken, der irgendwann denkt, oh, ich bin jetzt hier der Mutige. Dann hast du den Schönling, den Starken. Dann hast du so eine Uschi, die mit keinem irgendwie richtig was zu tun haben will, die so ein bisschen außen vor ist, so die Zurückhaltende und so, die sich dann aber Ja. am Ende entpuppt als die Heldin. Heldin sozusagen. Also wirklich vollgestopft mit Klischee. Ist ein polnischer Film, nicht, dass das irgendwas damit zu tun hätte. Aber vielleicht doch. Da sind zwei, drei Splatter-Szenen drinne, wo einer, was weiß ich, einen Stab durch den Kopf kriegt oder durchs Auge Ah. oder so ein Quatsch. Ja, zieht das Ganze auch nicht mit hoch. Ist handwerklich okay, würde ich mal sagen. Aber Ab wann wird er sein? ab FSK? 18, ist ab 18. Naja. Also die zwei, drei Sachen, die da drinne sind, die sind schon derbe. Also da wird schon ein bisschen was aufgespießt und so. Und auch probiert, das ein bisschen krass irgendwie in Szene zu setzen. Aber das ist halt, erstmal sind stinkend langweilig, die Leute gehen ja völlig am Arsch vorbei. Hm.
diese komischen Mutantenviecher oder was da sind, diese Typen, die sehen halt aus, als ob dir irgendeiner halbe Tennisbälle ins Gesicht geklebt hätte und einfach nur Hautfarben angemalt. Also ganz übel. Ist der Netflix exklusiv oder was, Ja, ja? genau, der ist Naja, gut, dann Netflix-exklusiv ist man da. ja eigentlich schon, hätte man schon vorher drauf kommen können, dass es nicht so die Granate wird, wa? Ja, wobei ich sagen muss, ich bin generell, was Horrorfilme angeht, bin ich schon sehr, sehr, wie sagt man? Abgestumpft? Ja, erstmal das, so. Und wie fehlen mir gerade völlig die Wörter, Ja, schön. Alter. Mein Anspruch, genau, mein Anspruch ist da ein bisschen höher, so, ne? Ja. Also mich kannst du nicht mal beeindrucken mit fünf Teenagern im Wald und die werden gejagt von irgendeinem Typ mit einer Machete in der Hand. Also das bringt mich kein Stück weiter heutzutage. Also Ja. das habe ich früher vielleicht mal gefeiert mit, weiß ich nicht, Tanz der Teufel oder so, aber heutzutage ist das halt gar nichts mehr, so. Aber Ja. genau das ist der Film. Also mehr ist es halt auch wirklich nicht, Also wäre so. in den 80ern wahrscheinlich ganz gut gewesen, Eventuell, aber. genau, ja. Aber heutzutage ist es halt eine völlige Vollgurke. Und es gibt wirklich Leute, die den feiern halt, ne? Also in unseren allseits besprochenen Facebook-Gruppen Ja, ich irgendwie habe gibt's. gerade mal nachgeguckt, der ist aber nicht gerade pralle bewertet auf jeden Fall bei IMDb mit Ja, zu Recht. 4,8 von 10, das ist jetzt Ja, nicht. zu Recht. Also, wer sich Horrorfilme angucken möchte und vielleicht sogar ein bisschen Anspruch mitbringt, Ah. macht einen Bogen drum. Also tut euch die Zeit nicht an. Der geht, wie lange geht der? Keine Ahnung, vielleicht 90 Minuten oder was. Ist wirklich verschenkte Zeit. Also ganz, ganz übles Machwerk. Okay, ja, Und das war. ja, Klischee hoch 100 auf jeden Also Fall. sprichst du hier ab zur Abwechslung mal keine Empfehlung aus. Null, also gar nicht. Nee, also nee, das Ding kann man wirklich getrost beiseite legen. Gut, startet ja schon mal gut hier der Podcast. Genau, ja, ich habe schon mal einen richtigen Knaller reingefeuert hier. Na gut, bist du fertig schon oder gibt es da noch irgendwie was Brennendes zu Ich erzählen? habe dem nichts hinzuzufügen. Okay, mal eine kurze Runde, sagst du? Na gut, dann versuche ich mal den Anspruch ein bisschen weiter zu heben. Zwar nicht ins Utopische, aber ich denke, es sollte besser sein als der von dir erwähnte Film. Und zwar habe ich mir noch spontan Bloodline angeguckt. Hat man bei Facebook-Gruppen jetzt öfter mal gehört, darauf komme ich dann später zu sprechen, gerade wegen der FSK-Freigabe. Ist mit Sean William Scott, den die meisten aus American Pie kennen werden als Stifler. Und zwar geht es darum: Evan liebt seine Frau Lauren und seinen neugeborenen Sohn über alles, so sehr, dass er notfalls auch über Leichen gehen würde, um diese zu beschützen. Und nicht nur seine eigene Familie. Als Vertrauenslehrer an einer Highschool hat er täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die zu Hause von den Eltern oder anderen Erwachsenen missbraucht oder misshandelt werden. Während er die Geschichten von Schülern und Schülerinnen anhören muss und sich zu Hause die Probleme ansammeln, glaubt Evan, die Probleme lösen zu können, indem er Menschen beseitigt, die anderen Schaden zufügen. Dieser Film, jetzt komme ich mal kurz auf die FSK, bevor ich auf weiteres eingehe, ist ganz witzig gewesen, denn es wurde laut getönt, das kam von Nameless, die Ankündigung, dass ein Mediabook rauskommt. Und Mediabooks kommen so im Falle eigentlich mal raus, wenn die durch die FSK nicht durchkommen, halt, ne, die Filme und zu hart sind. Das wird auch beworben damit, dass der einfach zu hart für die FSK war und bla 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 Keks, ne? So, nun haben die aufgelegt, die Mediabooks, die wurden vorbestellt wie irre. Und plötzlich hat die FSK einen zweiten Durchlauf gemacht Der und ging ja durch. ging durch. Also jeder, der einen Bogen um das überteuerte Mediabook machen will, wozu leider ich mich ja mal zuzähle, weil ich ja sowas kaufe, kann am 22. Januar 2021 das Ding als Steelbook oder als normale Amari im Laden käuflich erwerben, ohne irgendwelche Hindernisse oder Bestellungen aus anderen Ländern. Der Film ist ziemlich cool, finde ich, muss ich sagen. Ich war überrascht gewesen, also der hat keinen überhohen Anspruch, aber der Film ist extrem ausgelegt auf diese Rezeptur Dexter halt, ne? Von die Serie wird ja einigen bekannt sein, denke ich. Gerade die Situation, ein normales Privatleben zu führen und seine inneren Dämonen alles unter einen Hut zu bekommen. Ist ja sowieso ein großes Thema bei Dexter. Ist eben auch hier ein Thema. Hier wird noch ein bisschen weiter ausgeholt, sage ich mal, womit seine Mutter in Verbindung steht. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil der ja doch ziemlich neu ist, der Film. Und wie gesagt, erst am 22. Januar käuflich zu erwerben ist bei Mediamarkt, Saturn, Amazon, bla bla. Sean William Scott konnte mich definitiv in der Rolle überzeugen. Ich war überrascht gewesen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ständig gedacht, so, oh, ich muss hier an den Typen aus American Pie denken.
Sondern der war schon ein kalter Killer gewesen halt, ne? Auf der anderen Seite halt der liebevolle Vater, der eigentlich nur seine Familie beschützen will vor Böses. Wie so ein Kodex halt wieder, ne? Halt so, also nur die man Schaden zufügen, auch wirklich Schaden zufügen. So halt, ne? Das macht er halt auch, indem er Plan auslegt, die irgendwo hinschafft und dann halt sein Übriges da macht. Die Brutalität ist nicht überdosiert, finde ich, aber ich muss tatsächlich sagen, dass jeder Kill sitzt und echt deftig ist. Also das ist schon echt übel teilweise. Also da siehst du Sachen wie, dass er mit einem Messer in den Hals rinnt und nach vorne und dann der Killkopf rausreißt und so ein Ding. Also das ist schon deftig auf jeden Fall, kann man schon nichts sagen. Der Film ist 97 Minuten lang, also auch nicht zu lang gestreckt, so konzentriert sich so aufs Wesentliche, sag ich mal. Die Optik ist cool von dem Film, die ist so in so einem Blauton gehalten, von einer Farbschablone her. Und die Musik ist cool, es hat diesen, was öfters im Film jetzt verwendet wird, so Independent-Film vor allem, so ein Synthie-Pop-Ding so halt. Ja, und das kommt ganz geil mit nächtlichen Lichtern und sowas, die Chemie funktioniert da. Von den beiden Stilmitteln und der Endtwist des Films, da wird vielleicht ein bisschen erzwungen rüberkommen. Mir kam er jedenfalls erzwungen rüber, was aber auf jeden Fall nicht heißt, dass der schlecht ist. Also ich fand ihn irgendwie schlüssig, warum das passiert ist, warum so gehandelt wurde. Wie gesagt, man könnte jetzt denken, okay, das wurde jetzt ein bisschen sehr aus dem Stegreif gerissen so, aber ich fand es dennoch schlüssig, warum es gemacht wurde, so gehandelt wurde. Ich fand ihn ziemlich cool. Und man weiß nicht so recht, ob man jetzt denken soll, es ist ein Happy End oder kein Happy End. Man ist da so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie sympathisiert man ja immer mit so einen Figuren, die halt zwar übelst die Serienmörder sind, aber halt irgendwas aus den, ja, sag ich mal, richtigen Gründen machen, so weißt du, sozusagen. Ja, ja. Also, ja, nee, also meine Empfehlung hat er auf jeden Fall für Leute, die auf sowas stehen wie Dexter eben. Und so ein bisschen so diesen Independent-Horror auch feiern, die können sich da ruhig mal drauf einlassen, weil ja halt auch so, wie gesagt, mit der Musik, mit dem Synthi, mit dem Nachtlichtern und so, ist halt auch so wie so ein künstlicher Aspekt so wieder so ein bisschen und hat eine gute Stimmung erzeugt, der ganze Film. Er ist kein überbrachiales Meisterwerk, aber der ist handwerklich gut gemacht, da sieht halt nichts billig aus, kein Kill sieht irgendwie aus, als wenn es irgendwie Maske oder CGI, da ist nicht mit CGI halt handgemacht, würde ich mal meinen. Ja. Und wie gesagt, wenn da was passiert, also wenn er da jemanden umbringt und es sind auch nicht über viele Leute, das wird halt natürlich auf die Vergangenheit angegangen, weil die Polizisten natürlich auf ihn angesetzt sind irgendwann und hinter diese ganze Sache da so ein bisschen hinterkommen wollen. Da wird natürlich auch in seiner Vergangenheit geschnüffelt, dass an vorigen Highschools war, ähnliche Fälle in anderen Staaten waren und hier und da. Also man kriegt schon mit, dass der Charakter endlich erst seit gestern so ist, weißt du so? Ja. Aber man sieht halt nicht, wie er jetzt 1000 Leute abmorschelt da oder was. Ich glaube, im Endeffekt sind es 5, 6 Leute, die ja ums Leben kommen. Und dann ist es aber wirklich heftig. Also dann ist da wirklich ein Blutgehalt vorhanden und vor allen Dingen eine Kälte und Brutalität, die der ausstrahlt. Also wenn er dann halt jemanden, weiß ich nicht, glaube ich, 30, 40 Mal nacheinander mit übelster Wut in den Bauch sticht und denen das Blut ins Gesicht spritzt, dann sieht das schon echt übel aus. Und dann hat er auch diesen eiskalten Gesichtsausdruck. Also das ist schon, okay. Bringt da schon gut rüber, die Rolle, muss ich mal sagen. Der Sean William Scott, also klar, man kennt ihn aus American Pie, aber der hatte ja dann eine Zeit lang danach auch noch ein paar andere Filme. Der hatte auch mit The Rock da hier, war das hier mit The Jungle, Dingsbums da? Welcome to the Jungle. Ja, genau. Dann hat er noch diesen Eishockey-Film gemacht, glaube ich. Wie hieß denn der? Fällt mir nicht ein, der hat auch so einen Eishockey-Film gemacht, der auch übelst gut bewertet ist und gute Kritiken hat. Den hätte ich leider noch nicht gesehen, weil ich mich für diesen Schauspieler jetzt auch nicht so unbedingt interessiere. Nee, ich mich auch nicht, aber ich fand irgendwie, der ist in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen in die Versenkung verschwunden. Also, ja, ja, dass du jetzt mit so einem Film um die Ecke biegst irgendwie mit dem. Ja, ist schon komisch, aber der ist ja auch tatsächlich von 2018. Also der kommt aber jetzt erst halt raus. Also der ist schon einen Schlag älter, sag ich mal. Und hat es jetzt erst irgendwie geschafft, hierher zu kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er jetzt aktuell macht, also ob er jetzt irgendwie mal wieder auf die Spur kommt oder sowas, aber vielleicht war ja der Film genau das Richtige, um mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil der schon in Facebook-Gruppen besprochen wird und auch gut aufgenommen wurde. Das ist übrigens vom Blumhaus, was krass ist, weil wie gesagt, ne, also normalerweise wäre der halt durch die FSK nicht durchgekommen und der ist für einen Blumhaus-Film schon wirklich deftig. Also normalerweise sind die Blumhaus ja so mehr auf Geistersachen ausgelegt und sowas, ne? So Grusel, würde ich mal meinen. Ja, 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 noch sehr, sehr human. Ja, ja. So ab 16 eigentlich. Also. Genau, und hier ist dann doch schon eine ganze Ecke härter. Also wie gesagt, die Kills, die gezeigt werden, die sitzen alle halt, ne? Da ist alles deftig, alles derbe, alles blutig.
haut schon ordentlich rein, auf jeden Fall. Ja, bei den Blumhouse-Filmen weißt du immer nicht so richtig, ne? Also die haben ja auch viel Scheiße irgendwie produziert, aber auch wirklich gute Sachen. Ich habe mir ja mit meiner Freundin zusammen die ganzen, die Trilogie angeguckt, gibt ja noch einen vierten Teil von The Purge. Ja, ja. Und die waren schon cool, also kann man nichts sagen, die sind ja auch vom Blumhouse. Da gibt's aber auch so Sachen wie Fantasy Island und so ein Scheiß halt, ne? Also ja, ich sag mal, wenn du, aber aus 10 Filmen sind generell mal so 7 guckbar auf jeden Fall. Ja, ich ja, ja. Die haben schon überdurchschnittlich guten Maßstab, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, also eine Empfehlung. Von mir aus eine Empfehlung, wie gesagt, bei Amazon jetzt nichts aktuell drin, den könntest du nur gucken. Wenn du halt das Mediabook gekauft hast aktuell und ab 22. Januar könnt ihr ihn dann käuflich erwerben auf Blu-ray, auf Steelbook oder wird er wahrscheinlich eventuell auch bei Amazon Prime zum Leihen sein. Ja, denke ich mal, wenn er durch die NSK gekommen ist. Ja. Okay, dann hast du das Niveau ja schon mal ein bisschen gehoben. Ein bisschen. Und ich probiere jetzt mal ein bisschen Frust zu senken. Ja. Nee, ich werde jetzt mich ranmachen an die Frustbewältigung von meinem ersten Film. Und möchte hier so einen vielleicht kleinen persönlichen Geheimtipp aussprechen, und zwar Sanctum. Der ist nicht neu, um Gottes Willen, den habe ich auch schon, deswegen mache ich jetzt auch eine kleine Ausnahme. Den habe ich auch schon mal vor x Jahren irgendwann mal gesehen und habe mir den jetzt aber auf Blu-ray mal geholt und wollte den halt nochmal gucken, um zu prüfen, ob der wirklich so gut ist, wie ich den im Kopf hatte. Und eigentlich ist unser Konzept ja, wir besprechen eigentlich Filme, die wir noch nicht vorher gesehen haben, deswegen mache ich hier mal eine Ausnahme. Aber ja, ich finde den immer noch gut. Und zwar geht es um Frank McGuire, der ist Höhlentaucher und der ist zusammen mit seiner Crew in der größten Unterwasserhöhle der Welt unterwegs gerade und probiert die irgendwie zu erforschen und dazu stößt dann sein Sohn zusammen mit dem Finanzgeber des Projekts, also der Typ kriegt natürlich Kohle von so einem reichen Typen da irgendwie, so ein Adrenalin-Junkie-Typen und zusammen sind die halt in dieser Höhle und dann kommt aber auf einmal ein Unwetter und diese ganze Höhle wird unter Wasser gesetzt, also die kommen auch nicht mehr da raus. Ja. So, ne? Und der Plan ist, dass die sich durch diese Höhlen irgendwie durchschlagen und dann aus dem Meer wieder rauskommen, weil dieses ganze Höhlensystem ist auf jeden Fall mit dem Meer verbunden und da wollen die halt irgendwie wieder raus. Und das Geile ist an dem Film, wenn du so ein bisschen platzangsttechnisch unterwegs bist, so wie ich das auf jeden Fall bin, also nicht im Fahrstuhl oder so, aber wirklich auf extrem beengten Raum. Ich kenne da noch so eine Story von uns beiden. Ja. Da haben wir mal als Kids irgendwie und so rumgekämpelt, bla, und auf einmal lag ich im Bettkasten und du saßt oben drauf und ich kam nicht mehr raus. Und da wurde mir anders. Also da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas ist bei mir komisch. Und da ist mir klar geworden, ich habe irgendwie auf wirklich krass beengtem Raum, habe ich halt Platzangst, so, ne, so klaustrophobisch unterwegs. Ich denke mal, wenn ich in so einem Sarg vergraben wäre, würde ich wahrscheinlich an einer Herzattacke sterben oder so. Da liegst du ja gleich richtig. Genau, erstmal das. Und wenn Leute, so wie ich, auch im Kopf haben, so ertrinken ist somit der ekligste Tod, den es auf der Welt geben kann, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Denn es geht nämlich genau darum. Also die müssen sich durch extrem enge Höhlengänge da so durchquetschen und ihre Sauerstoffflaschen abnehmen, damit sie überhaupt durchkommen und so. Und dann kommen da natürlich Szenarien auf die zu, wie dass nur noch einer eine Flasche hat, aber es sind zwei Personen. Ja. Und dann setzt halt das Hirn aus und einer kriegt Panik und reißt einem dann dieses Mundstück weg so, ne? Und dann streiten die sich sozusagen unter Wasser um diesen Sauerstoff so, obwohl die sich jahrelang kennen und schon x Jahre zusammen im Team sind und so, aber einfach aus diesem Stress und diesem Adrenalin-Ding setzt halt das Hirn komplett aus und du bist gar nicht mehr Herr der Sinne irgendwie und das wird in dem Film perfekt dargestellt halt so, ne, weil keiner mehr irgendwie zurechnungsfähig ist, außer dieser Frank McGuire und sein Sohn, die sind halt übelst die Profis so und die wissen, wo es lang geht und bla bla und das Ganze ist halt auch, denke ich, sehr realistisch dargestellt, denn das basiert auf den Erlebnissen von einem der Leute, die das Drehbuch geschrieben haben. Der hat nämlich 1988 sowas ähnliches, ist dem sowas passiert halt. Ah. Der war mit 13 anderen Leuten in so einem Unterwasserhöhlensystem eingeschlossen und die mussten auch da irgendwie raus, so, ne? Und der hat das halt wirklich erlebt, so ein Szenario. Und produziert wurde das Ganze von James Cameron, der, wenn man sich mit der Person James Cameron ein bisschen auskennt, weiß man, dass der halt extrem wasserfixiert ist irgendwie. Also der steht voll auf Wasser. Der ist ja schon, weiß ich nicht,
20 Mal zur Titanic runtergetaucht persönlich und bla 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 und die ganzen Avatar-Teile sollen jetzt auch unter Wasser spielen und so. Also der ist voll auf Wasser irgendwie getrimmt. Und ich habe mir auch ein Making-of angeguckt. Und ein weiterer geiler Aspekt ist, dass natürlich die Schauspieler, die da mitspielen, das sind auch keine namhaften Leute, den einzigen, den man eventuell kennt, ist von Fantastic Four, der Mr. Fantastic, der sich da rumdehnen kann und so. Der Typ, der spielt da mit, der spielt diesen Finanzgeber. Bei dem Film gab es halt zwei Drehteams. Einmal das, was die Schauspieler gefilmt hat, in so Sets, sag ich mal, so eine Höhle wurde da aufgebaut und blala. Ah. Und das zweite Drehteam ist wirklich in so eine Höhle reingetaucht und hat in diesen Höhlen diese ganzen Sachen gefilmt, so. Weil du erkennst ja niemanden, wenn der da Sauerstoffmaske und bla, den ganzen Mist da anhat. Und da haben die halt diese ganzen Sachen nachgefilmt und so. Und die meinten, allein die Drehs waren halt schon geisteskrank. Also, das zu bewerkstelligen und so, ne? Weil da halt auch Situationen vorgekommen sind, dass es halt wirklich lebensgefährlich war und bla, bla, bla. Also, da kommt schon richtig Feeling auf, finde ich. Der Film ist nicht übel spektakulär bewertet. Ist auch von der Charakterzeichnung her und von den Personen, wie die Backstory und bla bla, das ist alles nichts Besonderes, um Gottes Willen. Aber dieses Grundszenario, wie die in diesen Höhlen rumtauchen und wenn man halt wirklich so ein bisschen gestrickt ist wie ich und so also ein bisschen klaustrophobisch unterwegs und so, dann ist das echt bedrückend, Alter. Also das ist so, ich sag mal, so persönlicher Horror. So. Das ist schon eklig. Ich habe den Namen schon oft gehört von dem Film, aber mich auch abschrecken lassen von den wirklich miserablen Kritiken geradezu. Also der ist wirklich nicht gut bewertet. Ja, ja. Und dann hattest du mir das erzählt, dass er gut ist und ja, also ich werde mir wahrscheinlich auch mal geben, weil ja, so hat ja Mark, sag ich mal, also The Descent zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding, ne, mit viel Beengung und hier und da. Ja. Also ich gucke sowas ja gerne und ich finde sowas auch wenn ich keine Platzangst habe, extrem angsteinflößend einfach. Und ja, was du halt sagst, wenn diese Mischung mit der Angst noch zu ertrinken und sowas, macht es natürlich eigentlich noch viel schlimmer halt, ne? Naja, das sind auch, was ich auch extrem cool finde, da sind auch richtig geile Aufnahmen drin. Also du hast dann zum Beispiel natürlich so eine Riesenhöhle, das nennen die da irgendwie Kathedrale, und dann siehst du von unten gefilmt halt nur beleuchtet diesen Taucher halt, ne? Und du siehst halt diesen riesen, weiß ich nicht, 5 Fußballfelder großes Ding irgendwie an Schwarz und dann halt nur beleuchtet diesen Taucher da drin, ganz oben. Das sieht einfach so geil aus. Ich bin überhaupt gar kein Tauchfreak, um Gottes Willen. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier übelst, wie sie nicht mit Tauchschein unterwegs bin und schon x-mal tauchen war oder so, oder übelst die Faszination generell dafür hab. Aber allein die Vorstellung da unten drinne. Und du weißt, okay, die Luft wird knapp und ich muss irgendwie hier raus und ich habe aber keine Ahnung, was hinter der nächsten Ecke ist, so, ne? Ob ich hier überhaupt rauskomme, so. Das ist schon eklig. Also mich fetzt der Film auf jeden Fall. Und wie gesagt, von mir dann eine vorsichtige Empfehlung für Leute, die auch vor solchen Szenarien oder halt so Klaustrophobie und so, wer selber so ein bisschen gestrickt ist, sollte sich den vielleicht mal angucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der irgendwo bei Prime oder so drin ist. Ich habe mir den auf Blu-ray gekauft, wie gesagt. Müsste man vielleicht mal selber irgendwie gucken, ob man den irgendwie rankriegt. Aber der kostet auch nicht viel. Vielleicht 5 Euro bei Amazon, bei Prime oder ich denke mal, dass der also so diese typische 4,99 genau. 3,99 Leihe sein wird. Allein, dass es halt nicht so der übelste Hit war, sozusagen, ist der, ja, der ist nicht teuer. So. Kann man sich auf jeden Fall, denke ich, vielleicht mal angucken. Ja. Gut, dann kommen wir weiter und bleiben erstmal bei hohem Niveau und dann mache ich nochmal meinen Einzelfilm. Danach, weiß ich nicht, ist so eine gemischte Sache, glaube ich eher. Mal gucken. Und zwar habe ich noch gesehen, da ich ja momentan so ein bisschen auf dem Clint Eastwood-Trip bin und mir wirklich etliche Filme angeguckt habe, aber nun kein Podcast filmen will mit lauter Clint Eastwood-Filmen, habe ich mir den rausgesucht und zwar Perfect World. Der ist von 1990, alter Schwede, also auch schon wirklich alt. Ist ab 12 Jahren freigegeben, geht 130 Minuten, ist bei Amazon für 3,99 zu leihen. Ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Ist mit Clint Eastwood, mit Kevin Costner und Laura Dern, die wahrscheinlich die meisten aus Jurassic Park kennen werden. Ja. Der Film erzählt die Geschichte des Schwerverbrechers Butch Heinz, der nach einem Gefängnisausbruch einen 8-jährigen Jungen als Geisel nimmt und die Flucht vor einem Riesenaufgebot von Gesetzeshütern antritt. Während das Gesetz ihm aber immer näher rückt, entwickelt sich eine Art Vater-Sohn-Beziehung zwischen Butch und dem Jungen, der in einer Familie der Zeugen Jehovas aufgewachsen ist, wo viele Dinge, die ein Kind machen möchte, verboten waren. Ich fand den Film wirklich
großartig. Also ich glaube, hätte ich den damals geguckt, hätte ich sogar geweint. Naja. Also irgendwie hat es natürlich als Erwachsener da, oder jetzt in neueren Zeit bist du andere Sachen gewöhnt, sage ich mal. Aber damals war das bestimmt schon so ein kleiner, ja, Augenkiller, glaube ich, gewesen. Weil das halt so ein typisches 90er-Ding ist, ne? So eine Story wie die bekommt man heute gar nicht mehr zu sehen, halt, habe ich das Gefühl halt, ne? So eine Sachen siehst du nicht nochmal. Also es gibt so, weißt du, was ich meine? So, es gibt ja dieses 90er-Ding, wo bestimmte Storys aufgegriffen werden, die du nie wieder danach irgendwie Naja, bekommen hast, so, weißt du so? Kevin Costner ist halt extrem klasse, ein Schauspieler, den man immer nicht auf dem Schirm hat, finde ich. Also wenn du Schauspieler nicht auf dem Schirm hast, dann gehört der auf jeden Fall ganz oben mit dazu. ja. Wenn du dann siehst, ist es eigentlich gut. Der bringt halt diesen Schwerverbrechern eine gewisse Sympathie mit, weil er den Jungen halt auch Werte vermittelt, die eigentlich richtig sind und vor allen Dingen auch Sachen machen lässt, die eigentlich verboten waren für ihn halt, ne? Und trotzdem wirst du aber im Film immer wieder stark daran erinnert, dass er ein Schwerverbrecher ist halt, ne? Also dass er halt auch austickt, so zum Beispiel über jemanden erschießt oder weiß ich, weiß ich so, Ja. er ist schon eiskalt, sage ich mal, ne? Und trotzdem auf der anderen Seite irgendwie herzensgut, so weißt du, hat so seine eigene problematische Vergangenheit und was weiß ich nicht alles, weißt du, so mit seinem Vater damals und will deswegen zu dem Jungen auch kein böser Mensch sein oder einen bösen Bezug aufbauen, weißt du, oder den wirklich als Geisel nehmen. Das ist nachher schon so, dass der Junge mit ihm ja sogar freiwillig mitkommt oder gar nicht abhaut oder sowas, weißt du so. Ja. Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Film als Kind schon mal nebenbei irgendwie im Fernsehen laufen sehen, so. Ja, so geht es mir nämlich auch. Also Aber nicht so wissentlich mitbekommen. Also es wäre jetzt wirklich das erste Mal, dass ich wirklich geguckt habe und richtig geschnallt habe, worum es da geht. Interessant ist hier, dass zuerst die Regie Steven Spielberg machen sollte eigentlich und die Hauptrolle sollte Denzel Washington spielen. Für mich jetzt erstmal, nachdem ich den Film gesehen habe, unvorstellbar eigentlich, also, muss ich mal sagen. Und Kevin Costner überredete Eastwood dazu, selbst eine Rolle in seinem Film zu spielen, weil eigentlich wollte der bloß Regie führen. Okay. Aber Kevin Costner war der Meinung, nee, du musst den Bullen spielen da halt. Und er spielt auch mehr oder weniger eine Nebenrolle, ne? Und da ist halt auch wieder dieser Spannungsaufbau, was halt ein cooles Stilmittel war, auch in den 90ern, dass du die beiden Hauptcharaktere eigentlich nur zum Schluss siehst, also zusammen agieren vor der Kamera halt, ne? Also in den letzten 5 Minuten. Du siehst die vorher, in den ganzen 125 Minuten Naja. vorher nicht ein einziges Mal zusammen. Also ist ein tolles Drama, cool erzählt, hat natürlich jetzt keine Drehbuch-Oscar verdient oder sonst was, aber der hat irgendwie so eine, wenn du den guckst, hast du so ein gutes Gefühl beim Gucken, weißt du so, weil der dich 130 Minuten lang mitnimmt halt, ne, und auf einer Reise begleitet, so ein Roadmovie-Trip der bei beiden und dann sogar Spaß macht, das zu gucken und du aber immer wieder rausgerissen wirst durch diverse Aktionen halt, ne, also wenn die zum Beispiel bei einer Familie landen, da übernachten dürfen und der Vater von dieser Familie sein Kind schlägt, kann es Kevin Costner halt nicht sehen und schlägt halt den Vater zusammen so halt. Das ist so vor Wut und rastet aus, weil die Kontrolle. Also, das ist halt schon cool gemacht. Und vor allen Dingen das Ende ist auch wirklich traurig. Also, das ist halt, wo du dann so denkst, so, oh, ey, darf ich überhaupt traurig darüber sein oder darf ich Sympathie für Kevin Costner haben oder so? Das ist so. Denn eigentlich ist er halt kein guter Typ so, aber er macht's halt so oder spielt so, dass du halt denkst, der ist ein guter Typ irgendwo in drin, weißt du so? Na, so wie ich es in Erinnerung habe, lebt der Film ja, also Dreh- und Angelpunkt ist halt die Beziehung zwischen ihm und dem Ja, Jungen. genau, So, ne? ja. That's it. Also das ist halt so. Und das gab es ja in den 90ern viel. Also schlichtes Drehbuch, sag ich mal, aber da wurden halt noch Charaktere erschaffen, die zusammen irgendwie eine Verbindung Ja, haben halt, genau, ne? ja. Und da fällt mir sofort Logan zum Beispiel ein. Ja. Also er und Ja. das kleine Mädchen halt, ne? Das ist ja auch bloß er und das kleine Mädchen, so, Ja. ne? Und das funktioniert aber perfekt, Ja, so, es weil die. kommt aber immer seltener vor, finde ich so. Naja. Also, ich habe mich wirklich so, habe wirklich den geguckt. Ich hätte ja auf die Jahreszahl nicht schauen müssen und hätte gewusst, wann der gedreht wurde, so ungefähr, weil das für mich das perfekte Beispiel dafür ist, für einen Film aus den 90er eben, weißt du so? Over the top ist auch so ein Ding. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Aber natürlich ist Perfect World dann noch ein paar Stufen höher, sag ich mal, ne? Ja. Also, der hat auch Top-Kritiken und ist wunderbar bewertet und auch zu Recht, weil halt einfach jeder Charakter stimmt und vor allen Dingen, weil du gegen Ende so immer so von kleinen Momenten das Gefühl bekommst, dass viele der
Protagonisten im Film genauso wie der Zuschauer nachvollziehen können, warum du eine Sympathie für den entwickelst, weißt du so. Und das macht ja auch so einen Film aus, so finde ich, weißt du so. Wenn du Ja. durch kleine Momente das Gefühl hast, ah, der fühlt jetzt gerade genauso wie du, weißt du so. Und das hat der Film wunderbar hinbekommen. Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich meine, Clint Eastwood greift ja selten in eine Tonne, also wahrscheinlich auch sogar fast gar nicht eigentlich. Also ich habe noch nichts erlebt, was jetzt irgendwie eine Vollgurke war. Oftmals macht er nun eben doch alles selber, ne? Wo er selber mitspielt, hat er in den letzten 30 Jahren noch eigentlich selber Regie geführt. Und da kann ich mal wieder bloß großen Respekt aussprechen, weil der nimmt sich halt für alles selber die Zeit und die Kraft, um das auf die Beine zu stellen. Ist schon Wahnsinn, was der Typ so leistet. Und ich habe ja in letzter Zeit viele, viele Filme geguckt und immer wieder Regie Clint Eastwood, Hauptdarsteller Clint Eastwood, Drehbuchautor Clint Eastwood. Ist schon Naja. heftig, also was der so reißt, Alter, ne? Und fast kein Rohrkrepierer in seiner Liste hat so. Ich möchte auch meinen, in irgendeinem Film, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, in welchem, Million-Dollar-Baby oder so, oder bei irgendeinem anderen, ich glaube, der hat auch Filmmusik sogar komponiert. Ich glaube, Million Dollar Baby war es gewesen, ja. Bei ein, zwei Filmen. Ich meine Million Dollar Baby, da habe ich auch irgendwas im Kopf, ja. Der ist schon ein Arbeitstier, der ist schon krass. Nur mal so als Info nebenbei, er dreht jetzt auch einen neuen Film. Der heißt irgendwas mit, was heißt denn der? Mit American Gigolo oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie so in der Art heißt der, ich weiß nicht ganz genau, aber da spielt er auch wieder die Hauptrolle. Wo man wahrscheinlich nach jedem Film denkt, das war das letzte Mal, wo er eine Hauptrolle gespielt hat. Und der letzte Mal war wahrscheinlich bei The Mule. Aber jetzt macht er nochmal. Nochmal Regie führen und nochmal Hauptrolle mit 90 Jahren. Das ist schon heftig. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, wie gesagt, bei Amazon für 3,99 zu leihen, für 9,99 zu kaufen. Ansonsten die Blu-ray holen, ich meine, die hatten nicht auch einen schmalen Taler gekostet, 7,99, glaube ich. Also da kannst du wirklich ohne Probleme zugreifen. Und hat mich auch gleich dazu gebracht, mal wieder ein bisschen mehr auf Kevin Costner meinen Fokus zu setzen und da mal vielleicht ein paar Filme nachzuholen. Ja, hat ja auch sehr gut gepasst, nach der Klassikerfolge, dass man sich dann da gleich hinten Ach so, ranhängt. Ja, also nachholen auf jeden Fall. Ich müsste den, glaube ich, auch nochmal gucken. Also, wie gesagt, ich habe den so halbherzig so, halbherzig im Kopf irgendwie so und gesehen habe ich ihn garantiert schon mal, aber das ist schon 20 Jahre her oder so. ja, Also, also locker. ja. Nun gut, dann komme ich auch zu meinem, ich glaube, letzten Solo-Film. Der Rest müsste dann alles zusammen sein von uns. Könnte sein, sind auf jeden Fall noch drei Filme Denke ich. übrig, glaube ich, ja. Und zu meinem persönlichen Highlight dieser Folge, und zwar habe ich mir mal angeguckt, auch schon lange vorgenommen, Weiß, der zweite Mann mit Christian Bale. Der zweite Teil von Schwarz. Okay. Sonst bin ich immer der mit den beschissenen Witzen. So. Nun darf ich auch mal. So dreht sich das Blatt. Es geht um Dick Cheney. Einige von euch haben diesen Namen vielleicht schon mal gehört, denn das war der Vizepräsident von George W. Bush, also Junior, der 11. September und so. Und in diesem Film wird erzählt, wie Dick Cheney erstmal zum Politiker überhaupt wurde und den sein Aufstieg zum Vizepräsidenten und dass der auf jeden Fall nicht dumm war und genau wusste, wie er dieses Amt als Vizepräsident ausnutzt und eigentlich zur Zeit des 11. September und generell in der Amtszeit von George W. Bush war er der Strippenzieher und Bush hat eigentlich gar nichts gemacht. So. Okay. Und das wird in dem Film erzählt und das ist einfach großartig, weil das so unfassbar interessant ist und auch extrem geil inszeniert, weil das nicht so trocken irgendwie eine stinknormale Biografie ist, sondern es ist so locker flockig und mit einem Erzähler, so, der auch selber vorkommt. Das ist der, ich habe jetzt ja den Schauspielernamen hier auf dem Schirm, der bei El Camino und halt natürlich auch bei Breaking Bad mitspielt. Dieser Blonde, der Bösewicht, der Jungsche, Ach so, ja, der. ich weiß, wie du meinst, ja. Ja, und jedenfalls, der erzählt sozusagen die Geschichte und erklärt dem Zuschauer, falls da irgendwelche Gesetzesentwürfe sind oder so, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dem amerikanischen Recht oder so nicht auskennt, erklärt er einem das. Und das Okay. aber auch mit Bildern hinterlegt. Also da werden dann Beispiele gemacht und so. Und halt, naja, für Idioten. Also jeder kann sich diesen Film angucken und versteht ihn halt einfach so, ne? Und extrem bissig. Also der Humor ist extrem schwarz und bissig. Und
Der Dick Cheney wird auch nie als guter Mensch so richtig dargestellt. Also klar, ist es interessant, was der so gemacht hat, und der war halt auch nicht blöde, aber der hat halt nur mal extrem viel Scheiße zu verantworten. So, ne? Also nachdem die zwei Flugzeuge da ins World Trade Center reingebrettert sind, ob das jetzt nur die Amis waren oder nicht, das bleibt jetzt dahingestellt, so, muss jeder für sich selber die Entscheidung oder so wissen, so, ne? Aber da wird dann gezeigt, so eine Szene, wie der halt der ganze Stabschef, Stabs-Dingsbums da in einem Raum sitzt und alle sind total schockiert oder total traurig und keine Ahnung und völlig, völlig weg mit den Nerven und wie kann das passieren und unser Amerika wird hier angegriffen mit Flugzeugen und bla bla. Und er ist der Einzige, der halt eiskalt in diesem Raum sitzt und erstmal seinen Anwalt zu sich ruft, so. Und mit dem bespricht, was er denn machen könnte, ohne dass er dafür belangt wird. Ah, okay. So, ne? Und dann geht es halt darum, ob die halt im Irak einwandern dürfen oder in Afghanistan und bla bla bla. Und dann kommen halt diese ganzen Debatten von wegen, ja, aber die Leute, die da reingeflogen sind, das war keiner aus dem Irak. So, ne? Und diese ganze Osama Bin Laden-Geschichte und so, die hat mit dem Irak nichts zu tun und so. Und dann wurde das halt alles so hingedreht, dass es halt passt, so, ne, weil die halt da rein wollten, weil der Dick Cheney halt auch eine eigene Firma hat und das scheiß Öl will und so halt, ne, also total krass. Und das wird halt so geil und auch mitunter witzig und so ein bisschen halt sarkastisch dargestellt. Der Film hat einfach nur Spaß halt, ne, auch für jemanden, der halt nicht so politikmäßig am Start ist, so. Oder den ist halt nicht so groß interessiert. Aber allein dieser ganze Werdegang, wie der aufgestiegen ist und wie der sich diese ganzen Mechanismen im Weißen Haus und so oder generell in diesem Staatsgefüge in den USA, da, wie er sich das alles so eigen gemacht hat, ist einfach mega krass, Alter. Und was dich vielleicht interessieren könnte, der Film wurde produziert auch von Brad Pitt. Ah, okay. Und der Regisseur Adam McKay hat unter anderem gemacht The Big Short. Ah, okay. Den du ja eventuell hast, weil du hast ja eine Zeit lang bei Pitt-Filmen und so. Zu Hause, ja. Die Sache ist bei Christian Bale, das fällt mir halt auch bei dem Film gleich wieder ein, der macht oft Filme so, die man zwar auf dem Schirm hat, finde ich, so, aber ja erst viel später guckt. So, weißt du, so. Mhm. Also mir fällt auch so spontan American Hustle ein, den ich zu Hause aber immer noch nicht gesehen habe. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Das ja. sind so thematisch so Sachen, die da muss man halt auch Bock drauf haben, wahrscheinlich so, ja. Weißt du, so, um das zu gucken halt. Ich weiß nur, dass Weiß eigentlich gut aufgenommen wurde, aber auch nicht überschwinglich. Deswegen überrascht mich dieser Euphorismus bei dir gerade extrem. Ja. Weil auf der anderen Seite wurde ja auch für einen Haufen Oscars nominiert, der Film. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Kritiken lagen irgendwo ein bisschen über dem Mittelbereich. Mhm. Und die Bewertungen genauso. Also sie sind nicht schlecht, die sind gut, aber auch, wie gesagt, nicht meisterlich irgendwie großartig. Mhm. Also so. Deswegen bin ich ja ein bisschen überrascht. Aber hat er wieder ein paar Kilo zugenommen, Christian Bale dafür. 20 Stück, ja. Also er sieht auch echt übel aus. Ich habe den Trailer natürlich gesehen und oder Bilder schon mal gesehen. Das sieht schon echt wieder das ist halt aus. Typisch Christian Bale, ne? Also ja. Das ist so krass. Und bei American Hustle sieht er ja auch aus wie Alter. Da sieht er auch aus wie so ein, weiß ich nicht, hat er ja bloß drei Haare auf dem Kopf und so und sieht aus wie so ein übelst der schmuddelige, eklige Typ. Obwohl er ja gesagt hat, nach Weiß will er aufhören damit halt, ne? Diesen Gewichtswechsel, diesen Extremen, weil das wohl gesundheitliche Folgeschäden schon gehabt haben soll. Das ist ja auch geisteskrank. Ich meine, man muss sich nur mal den Vergleich überlegen von The Machinist zu Weiß halt, ne? Also Machinist sieht da aus wie Skelett irgendwie und Weiß ist halt ein fetter Typ so. Nochmal als Gegenstück nochmal die Dark Knight Trilogie nehmen. Ja, genau, wo halt schön trainiert und ja, so. Genau. Also ist schon krass, was der so was ist der schon so übel. Abreißt. Was den die ganze Sache nochmal abrundet, ist halt der Cast, ne? Also Amy Adams spielt seine Frau. Die spielen auch öfter zusammen. Steve Carell spielt Donald Rumsfeld, den Namen haben vielleicht auch schon einige gehört. Das ist der Verteidigungsminister gewesen zu Bush-Zeiten. Mhm. Er hat vorher auch ewig lang in der Politik da rumgeeiert und war theoretisch, also was heißt theoretisch, er war der sozusagen der Lehrer von Dick Cheney. Also der hat ihm das Ganze beigebracht. Und dann hast du Sam Rockwell als George W. Bush. Und das sieht gar nicht so dumm aus, Alter. Okay. Also kann man sich gar nicht so vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Ja, aber ich dachte auch so, wo ich gehört habe, okay, der spielt da mit, so. Und dann kam Bush so ins Bild und bla. Und dann dachte ich so, okay, es ist jetzt, er würde jetzt nicht als sein Zwillingsbruder durchgehen, aber das ist schon, das geht schon klar, okay. Auf jeden Fall. Und wie der dargestellt wird, ist echt übel, Alter. Also, und da bin ich dem Film auch gar nicht böse. Weil der
Der wird halt dargestellt als der Grün hinter den Ohren, wird ständig gesagt. Der hat halt keine Ahnung gehabt von Politik, halt gar nichts. Der wollte halt einfach nur seinen Vater stolz machen, der ja selber ein paar Jahre vorher halt auch Präsident war. Und so wird er halt dargestellt halt, ne? Der hat keine Ahnung, immer wenn Dick Cheney ankommt und sagt, ja, wir müssen es vielleicht so und so machen, bla, ja, okay, mach mal, mach mal. So, weißt du, mach du weißt schon Bescheid und so, bla. Und passt halt mega, Alter. Ist halt mega, mega krass. Es deckt sich so ein bisschen mit Aussagen, die momentan so getroffen werden. Also ohne dass er jetzt wahrscheinlich ein guter Mensch ist oder sowas, aber der soll sich ja doch ein bisschen geändert haben, so der Bush, so halt. Und zwar sind da wirklich so Sachen aufgetaucht, wo dann halt auch klargemacht wurde, ja, er hat in der Politik selber nie so richtig Zügel in der Hand genommen halt, ne? Und auch viel nach dem Mund geredet halt, ne? Und ist dann halt in diese Schublade reingelaufen, sage ich mal, dass er halt blöde Entscheidungen trifft, ne? Oder Entscheidungen treffen lassen hat ja in dem Sinne. Und spricht sich ja jetzt die letzten Jahre extrem gegen Rassismus in den USA aus und sowas halt, ne? Also es ist irgendwie so, als wenn der vielleicht mal seinen eigenen Willen mal sagt, jetzt wo er kein Präsident mehr ist, weißt du? So, und das deckt sich ja mit dem, was du jetzt sagst, so halt, weißt du? So, so ein bisschen so, dass er halt eigentlich gar nicht so richtig wusste, was er da machen soll vielleicht so, weißt du? So, und weil ihn ja nicht rausspricht aus der Sache, dafür hat er das Amt ja nun mal angetreten, weißt du? Also der hat ja eine genug Scheiße gebaut. Aber damit deckt sich das dann wieder, weil so ein bisschen so, weißt du, mit der Finicke, weil das ist erst vor kurzem so mal Berichte darüber gelaufen, dass der wohl ganz andere Aussagen trifft, als er früher gemacht hat. So, ist das, wo er noch ein Präsident da war? Ja, weil ich schätze mal, der ist halt einfach naiv da irgendwie rangegangen und der wollte halt auch diesen Dick Cheney unbedingt, das wird im Film halt auch ganz klar gestellt, unbedingt als Vizepräsidenten haben, weil er genau wusste, der Typ hat einen Plan halt, ne? Also der weiß, wovon er redet, so, und hat eine eigene Meinung, bla bla. Und er hat halt keine Ahnung gehabt, was er da überhaupt tut, so, ne? Der wollte einfach nur seinen Vater beeindrucken, so, das war halt der einzige Plan, so. Witzigerweise wurde er halt gewählt, das finde ich halt auch krass. Und was der Film halt auch perfekt macht, finde ich, ist dieses skurrile Ding in der amerikanischen Politik halt so aufzuzeigen. Denn da wird auch viel gezeigt, wie die mit PR halt umgehen. Du hast dann zum Beispiel einen Raum, da werden halt 10 US-Bürger einfach reingepackt und dann werden die zu gewissen Themen befragt, so, ne? Und jeder hat eine andere Meinung. Und da ist zum Beispiel das Thema, die wollen eine Steuer erlassen, die es Reichen erlaubt, wenn ihre Kinder, also wenn sie sterben und ihre Kinder erben mehr als 2 Millionen Dollar, dass sie dafür keine Steuern zahlen brauchen. So, ne? Also nur für die Reichen ist das ja gedacht, so, ne? Und das finden natürlich die normalen amerikanischen Bürger irgendwie nicht so cool, so. Also müssen sie dieser Steuer einen anderen Namen geben. Und deswegen gibt es diese PR-Runde mit US-Bürgern. Und dann sagen sie, was würden sie denn davon halten, wenn das Todessteuer heißt? Und dann denken sich die US-Bürger, ja, das ist schon übel. Also, nee, das sollten wir nicht machen. Also, so eine Steuer wollen wir hier nicht haben. So, ne? Die haben keine Ahnung, worum es da geht, aber allein der Name Todessteuer ist schon so, und so haben sie es durchgedrückt gekriegt. Also und da gibt es ganz viele Beispiele in diesem Film. Einfach dieser ganze Apparat wird halt so gezeigt, wie das alles funktioniert und wie die Sachen umgehen und dann so Grauzonen und so ein Zeug halt, ne? Damit der Dick Cheney halt machen kann, was er will, guckt er immer so, okay, wo sind die Grauzonen und bla. Und der hatte halt als Vizepräsident hatte der auch mehr Rechte als, oder hat wahrscheinlich der Vizepräsident immer noch mehr Rechte als der richtige Präsident halt, ne? Also total krank, das wird in dem Film alles erklärt. Also ich kann ihn wirklich, wirklich jedem wärmstens empfehlen, gerade jetzt nach den US-Wahlen, diesen Film zu gucken, weil man mal so ein bisschen hinter diese ganze Fassade blickt und einfach mal sieht, wie behindert das alles da ist, Alter. Also wirklich total geistesgestört. Wo hast du den gesehen? Den habe ich auf Prime gesehen, den gibt's da. Also kostenlos, Ach zum so, Leihen okay. einfach. Gut, So. dann könnte ich mir also auch mal kostenlos Auf jeden reinziehen. Fall, also von mir auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Empfehlung. Man fasst sich ganz oft an den Kopf und denkt so, was ist mit dir nicht richtig? Ja, es sind halt so, wie halt bei mir sind es immer so Filme, das hatten wir schon tausendmal das Thema, ne, dass man halt wirklich Bock drauf haben muss, ne? Also, und da macht Christian Bale eine ganze Menge von, finde ich halt, ne, von solchen Filmen.
Film. Ja, ja. Also, Tillich hat ja auch so Sachen wie jetzt The Fighter oder was ich, aber es gibt auch ordentlich Filme, finde ich, die, wo du erstmal hinter The Big Short mit Brad Pitt jetzt zum Beispiel, da spielt ja auch Christian Bale mit. Ja, eben, genau. Das ist ja auch so ein Ding halt, ne? Also, ja. Da musst du halt Bock drauf haben. Also, das ist dann so eher so Finanzsachen da, glaube ich, eine Börse irgendwas, kann das sein? Ja. Und da kann mir keiner erzählen, oh ja, da habe ich jedes Mal Bock drauf, mir so einen Börsenfilm drin zu krachen. Das ist so. Wobei ich dazu sagen muss, dass zum Beispiel Spiel Wolf of Wall Street ist auch ein Börsenfilm. Es geht ja nur darum, wie es aufgemacht ist. Ja, weil du siehst ja auch. Wie funktioniert das Ganze da mit diesen Aktien und bla bla bla. Obwohl The Big Short ja wirklich ein Aufklärungsfilm schon fast sein soll, so in der Art halt, ne? Also was extrem würde in die Richtung. Würde ich Weiß vielleicht gar nicht mal mit rausnehmen. Also ist derselbe Regisseur. Also, ja, deswegen meine ich ja, es ist wahrscheinlich so eher in diese Sparte wirklich erklären, worum es eigentlich geht, weißt du so? Ja, ja. Wobei es mir halt auch immer darum geht, wie jemand mir was erklärt, ne? Und wenn es dann halt so wirklich so ein bisschen ironisch, sarkastisch erklärt wird, weil derjenige, der es erklärt, genau weiß, das ist alles totaler Quatsch irgendwie und total dumm eigentlich, dann macht es halt mega Spaß so. Also finde ich jedenfalls. Und ich werde mir definitiv The Big Short auch auf Blu-ray holen, zusammen mit Weiß, weil ich übelst gespannt bin, wie der Regisseur halt eine andere Thematik behandelt, so, ne? Weil ich das mega, also wirklich extrem spannend finde, sowas. Naja, gut. Wie lange geht denn der Film? Ein bisschen was über 2 Stunden, nur 130 Minuten oder so. Ich habe es hier nicht genau, aber knapp über 2 Stunden. Okay, dann haben wir ja unsere Einzelfilme erledigt und kommen jetzt zu 3 Filmen, die wir diesmal gemeinsam gesehen haben. Und wir fangen einfach mal an. Ganz trocken mit Becky. Oh, jetzt geht's los, Alter. Jetzt. Wir haben uns Becky angeguckt. So haben sie den King of Queens noch nie gesehen. der Film ist ab 18 freigegeben, geht 93 Minuten, ist auf Amazon für 4,86 im Live-Verfahren zu erwerben. Mitspielen tun Kevin James und Lulu Wilson, die ich tatsächlich auch aus einem anderen Film kenne, und zwar aus Annabelle 2. Ah, okay. Im Film nimmt ein Wochenende, das Becky mit ihrem Vater am See verbringen will und unfreundlich mit der neuen Freundin des Vaters und ihrem Sohn muss. Albtraumhafte Dimension an, als eine Gruppe entflohener Häftlinge bei ihnen einfällt und nach einem mysteriösen Schlüssel suchen. Nun heißt es, eine 13-Jährige gegen einen ganzen Haufen Nazis. Ja. So kann man es erklären. Tja, soll ich zu dem Film sagen? Was soll ich sagen? Wie soll ich anfangen? Ich will Pizza! Also für mich hat der Film so viel Potenzial liegen lassen. Ja. Also unglaublich, denn du hast ihn ja vorher gesehen und wir hatten schon kurz geschnackt und du hattest eigentlich nur gesagt, ja, ist jetzt nicht so der Brecher. Und ich habe mir angesehen und so die ersten 20, 30 Minuten dachte ich noch so, okay, kann man so machen, muss man nicht, bla bla. Aber zunehmend wurde der echt lästig, der Film, weil ich das Gefühl habe, dass Kevin James sich zwar Mühe gibt, ja, aber nicht gegen seine unvorteilhafte Rolle anspielen kann. Ständig wirkt er ausgebremst, also als wenn er nicht richtig machen darf, was er will, sozusagen, ja. Also, der Film nimmt sich halt auch zu ernst, ne, ist aber oft zu unfreiwillig komisch, um den Film ernst zu nehmen halt, ne. Also, da fällt mir halt die Szene mit dem Auge ein. Und das ist nicht die einzige, finde ich. Kevin James kommt immer mal wieder trottelig rüber, so finde ich trotzdem. Und der kommt mir nicht böse genug rüber. Ja, der hat ein Hakenkreuz auf dem Hinterkopf tätowiert. Ja, der hat einen ganzen Körper voller SS-Zeichen tätowiert. Yeah. Ja, das ist eben nicht alles. Und ganz ehrlich, als ich vorher gelesen habe in sämtlichen Kritiken, dass er übelst sadistischen Arsch spielt, Nazi-Typen, da so, okay, krass, aber davon habe ich halt nichts gesehen, halt so halt, ne? Also, der war mir immer zu zahm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass alles um ihn herum viel krasser war als er, Alter. Also, inklusive Lulu Wilson, also Becky, die absolut unfassbar nervtötend ist. Wirklich, nach dem Film hatte ich selber das Bedürfnis, die umzubringen, ja? Und zwar nicht mal für einen Schlüssel, sondern einfach nur so, weil es einfach total genervt hat. Also, ich fand dieses Overacting, Rumgebrülle und psychopathische Geschreie, wenn die irgendjemand umbringt und sowas, weißt du so, fand ich unfassbar nervtötend. Das war wie eine Säge, die mir im Gehirn rumgesägt hat. Also das war echt abartig gewesen. Ich finde, der Film hätte durchaus was werden können, aber so mit Brutalität und irgendwie da Blut hier und irgendwelche Nazis, die dann halt die Bösen sind, da erreichst du halt auch nicht viel, denn
für mich wirkte das Ganze, als hätte man den Film mit einem unfertigen Drehbuch gemacht. Weißt du so? Ja. Also als hätte man einfach gesagt, okay, da ist eine Gruppe, die sucht nach irgendwas, das ist der Grund und deswegen gehen sie da hin und bla bla. Aber du kriegst keine Aufklärung, du weißt nicht, wofür der scheiß Schlüssel ist. Es ist halt einfach gar nichts. Die ganze Story ist gar nicht vorhanden, finde ich. Irgendwann hat mich der Film so genervt, weil der Film hatte gar keine Geschichte. Also da war keine Story. Nicht mal eine billige Story, finde ich. Da war nur der Schlüssel, aber warum, wieso, weshalb und zwischendurch mal irgendwas und dann so ein Satz wie für die Bruderschaft. Ja, wofür denn? Also warum denn? Also, yeah. Was hat denn die Bruderschaft damit zu tun? Also was ist denn der Kontext zu dem Ganzen? Also, ja. Der Film hat eigentlich keine Geschichte, finde ich. Und das war ultra nervtötend, der Film. Also irgendwann war er wirklich so, als er mich genervt hat. Und meine Freundin ist jetzt eingeschlafen und ich habe sie auch nicht geweckt, weil... Und dann ist sie aufgewacht. Als der Abspann lief und meinte so und ich so, ja, Gurke. Also für mich ist es eine Gurke. Der Film ist einfach nicht gut. Ja, also ich stimme dir eigentlich in allem zu. Also ich bin da wirklich voll bei dir. Ich habe so das Gefühl, dass die Drehbuchautoren oder der Regisseur oder wer auch immer Kevin James halt nicht zugetraut haben. So, ne? Oder dass die, vielleicht wollten die auch, dass das ein bisschen witzig ist oder was, keine Ahnung. Also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass die Kevin James genommen haben. So, ne? Also ich überlege dann halt, warum nehmen die den dafür? Ich hab da was Interessantes, weil ich ja später sagen wollte, aber die wollten zuerst Simon Pegg dafür nehmen. Der aus dem Comedy-Bereich kommt. Der aus Terminkonflikten nicht konnte. Also eigentlich war der Plan wohl, jemanden zu nehmen aus Comedy-Fach, um halt den in eine ganz andere Richtung zu lenken halt. So heißt es so. Ja. Ist ja auch ein guter Anspruch, aber ja, dann musst du halt die Rolle auch so schreiben. Genau, aber die Rolle gibt's ja nicht her, so halt, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich hätte ja gerne gesehen, das hatte ich dir auch geschrieben, dass die Rolle von Kevin James von mir aus auch erstmal gerne so rüberkommt wie von King of Queens halt, ne? Ah. Und dann aber irgendwann komplett den Haken schlägt, weil er nicht kriegt, was er will, und dann halt wirklich der übelst sadistische Psychopath halt ist. Aber, so. Aber das halt, kriegt er halt nicht. Da ist für mich so. Halt ein Ding, was sie dann hätten ändern müssen, und zwar, dass es keine Nazis sind oder so. Weißt du so? Ja, das ist halt der, das wir so. Nee, ich meine bloß, weil dann hätte das auch funktioniert, was du sagst, ne? Also, um den Kniff hinzumachen, weil Nazi kannst du ja nicht erstmal so ein paar hinstellen. Ja, so, bla, bla. Also, da hätten sie das irgendwie verdecken müssen oder keine Ahnung, wird ein Basecamp anfangen, das ist super. So, weißt du so? Da hätten sie einen Knastausbruch später an der Rückblende gezeigt oder so, als es dann rauskommt, dass er ein Arschloch ist oder so, weißt du so? Ja. Dann hätte es funktioniert, gebe ich dir recht. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach, wie gesagt, alles zu zahm und die wie abgebremst und da waren Szenen drin. Ja, dann verbrennt er den Typen da mit so einem Spieß, hier so einem so einem Eisen, aber glüht da. Ja, so mit einem Marshmallow-Spieß da. Ja. Und verbrennt ihn da halt 2-3 Mal. Ja, super, toll. Weißt du so? Also das Einzige, was ich vielleicht ganz cool fand, muss ich sagen, dass er den Vater tatsächlich umhindert hat, so weißt du. Das war noch so, wo ich jetzt so, okay, cool, die ziehen es da halt durch, so, weißt du so. Da gibt's auch kurz davor, bevor er ihn erschießt, gibt's eine Szene, da rennt er ihm hinterher, die geht nur 1 oder 2 Sekunden. Ja. Und da sieht er böse aus, finde ich. Mhm. Also, nur dieses ganz kurze Ding, da habe ich gedacht so, da hast du den Blick drauf. Ja. So, da rennst du dem Typen hinterher und das sieht halt wirklich bösartig aus. Also wenn du mir so hinterher rennen würdest, okay, dann würde ich mir schon vielleicht ein bisschen in die Hose kecken. So. Er sieht ja auch nicht nett aus. Also er sieht ja auch böse aus. Wenn er da im Knast im Overall rumläuft, Alter, mit seinem orangen Bart und Glatze und so, das sieht ja auch nicht nett aus. Also er sieht da echt fies aus. Und hatte dann wirklich gedacht, so, okay, das wird wahrscheinlich was, aber irgendwie kommt immer wieder diese Sache durch, so. Und was mich halt stört, was dich ja nicht so gestört hat, oder was du vielleicht auch eher so auf den Fokus gelegt hast, wie du Geschichte angelegt hättest, oder die Figur, so wie sie es dann nur angelegt haben, stört mich halt die Synchronstimme zum Satz. Zum ersten Mal die Original-Synchronstimme. Die hätten, das erste Mal wahrscheinlich, dass ich sagen, die hätten eine andere Synchronstimme nehmen müssen. So eine tiefere, irgendwas, was beängstigender, einschüchterner wirkt, weil deine Stimme ist nun mal eine nette, liebe Stimme. So, es ist einfach so. So war die Figur aber nicht angelegt. Ist einfach mal Fakt, ne? Und dadurch wirkt die für mich echt störend und du kommst aus diesem King of Queens-Feeling nicht raus, weißt du so? Jetzt müsste man mal gucken, ich hab's mir eigentlich vorgenommen, aber ich hab's völlig vergessen, wen der Synchronsprecher noch gesprochen hat. Vielleicht hat er auch noch andere Rollen oder andere Schauspieler gesprochen, die halt, jetzt nicht übelst Psychopathen, aber halt mal was anderes, so, ne? Tatsächlich ist mir die Stimme noch nie bei irgendjemand anders aufgefallen, muss ich mal sagen. Also. Wobei es mir öfter so geht, und dann fällt mir auf, ach stimmt, das ist ja der und der. Ja. Also so, ne, das fällt mir ganz oft auf bei der Stimme von DiCaprio, der auch Sheldon ist von Big Bang Theory und so. Also es gibt schon Synchronsprecher, die halt wirklich alles bedienen können, sag ich mal. Ja. So, ne?
Und was ich halt immer sehe, oder gerade bei dem Ding sehe, ist, du kannst ja, oder die Amis können ja auch nicht die Synchronstimme von Kevin James oder die Stimme von Kevin James austauschen, die sich nicht, finde ich, großartig unterscheidet von dem, was er in Deutsch hat. Also da ist nichts großartig anderes drin. Also der hört sich nicht großartig anders an, finde Ja, ich gut, jedenfalls. das macht dir, ist dir ja als Deutscher egal. Also, Ja klar, du könntest jetzt ein bisschen die ja. bösartige Stimme reinmachen, ja, natürlich. Also, das ist ja, ich würde mir wahrscheinlich vielleicht mal ein paar Szenen auf Englisch angucken, so, mal, um zu sehen, wie das vielleicht so in Englisch rüberkommt. In Deutsch ist mir die Stimme halt zu brav, einfach. Sie ist mir zu brav. Sie ist immer das Symbol für der trottelige Dicke bei Key of Thieves. Also, Naja. so ist einfach leider so. Und es hat für mich hier irgendwie nur das unterstützt, was ich eigentlich die ganze Zeit denke, dass der Film halt unfreiwillig komisch wirkt, halt irgendwie. Ja, dazu kommen aber auch halt Situationen und Zeilen, die ihm da in den Mund gelegt werden. Zum Beispiel, was du schon gesagt hast mit dem Auge, wo sein Kompagnon ihm das Auge abschneiden soll und das aber irgendwie nicht hinkriegt, so warum auch immer. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Duck. Und Duck sagt: Was ist dein Problem? Also, wenn mir jemand das Auge abschneiden will, dann frage ich ihn nicht, was ist dein Problem? So, dann sage ich, bist du behindert oder bist du bescheuert oder. Es ist auch so krampfhaft irgendwie. Er sagt ständig, dass die eine kleine Schlampe ist und sowas. Und das wirkt aber dann auch irgendwie so, ja, wie reingelegt in den Mund. So, also, als müsste er jetzt irgendwas Böses sagen. Und das ist nicht wirklich einfallsreich. Und ach, keine Ahnung, manche Szenen wirken so merkwürdig geschnitten auch und so. Also, auch da hat es auch eine Szene, wo Becky hinterher rennt. So. Und plötzlich ist er abgebremst oder steht vor ihr ein Hattie oder kurz oder Ganz sowas. am Was. Ende des Ding? Ich glaube, und dann ist sie ja, aber, ach, keine Ahnung, wie wirkt es total komisch, weil er dann so schlagartig aufhört zu laufen und es ist irgendwie total merkwürdig geschnitten, teilweise der Film auch. Und also, ja, ich finde ihn von vorne bis hinten wirklich misslungen. Also, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Ich bin echt übelst enttäuscht von dem Ding, muss ich jetzt ehrlich sagen. Umso mehr ich darüber rede, desto enttäuschter bin ich von dem Film, ganz ehrlich. Also, das ist nichts gewesen. Man hätte durchaus viel machen können, weil er gute Ansätze hatte. Also auch mit diesem Mutanten-Typen da, wie sein Sohn da, in Anführungszeichen, der ja dann doch Kurve die kriegt. Kurve kriegt, sozusagen. Das war alles nett gemeint und hätte auch funktionieren können, war aber auch nicht gut dargestellt, fand ich. Was ich ganz geil fand, vielleicht noch ganz cool war, war, als er dann so sagte, ja, ich wollte dich retten und die olle Mädel ihn einfach abknallt, puff, so, weißt du, so. Das war vielleicht doch konsequent durchgesetzt, aber ach, im Endeffekt war es nichts Halbes, nichts Ganzes, irgendwie weder Fisch noch Fleisch, das war. Ja, nee, also ich bin da wirklich komplett bei dir. Ich hab da auch extrem viel mehr erwartet. Und ich glaube auch, dass Kevin James, Synchronstimme hin oder her, der kann mehr. Also bin ich felsenfester Überzeugung, wenn man dem ein richtiges cooles Drehbuch und eine richtig gute Rolle hinlegt, dann kann der auch sowas spielen, denke ich. Ja, das ist halt auch das Einzige, was ich positiv aus dem Film rausnehme, dass ich halt mehr von dem sehen will, was in so eine Richtung geht vielleicht. Also Ja. so, nur halt einfach besser angelegt. Ja, Also, genau, ja, ja. besser geschrieben, Ich glaube, im Endeffekt war er jetzt nicht unbedingt daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Ne? ja. Und wie gesagt, man hätte entweder auf die voll ernste Schiene laufen müssen und er wäre voll der abgefuckte Typ gewesen. Also so, wie du ihn wirklich noch nie gesehen hast. Ja. Oder es wäre halt so, wie du sagst, dass man es das halt so auf eine, sag ich mal, ja, so auch so ein bisschen auf eine sarkastische, lustige, schwarzhumorige Schiene legt oder so. Also so, eins von beiden hätte sein müssen und das trifft sich irgendwo in der Mitte und damit ist es gar nichts. Also es Ja. ist, ja. Aber was du wahrscheinlich auch so siehst, nachdem ihr jetzt auch mal auf unseren YouTube-Kanal gegangen seid, ungeschnitten, geht ihr bitte auf den YouTube-Kanal von Kevin James und abonniert den und guckt euch mal den sein Zeug an, weil das ist echt großartig. Also was Ja. der an Kurzfilmen macht und Ja. so, hammergeil. Kann ich Also nur unterschreiben so. Das ist auf jeden Fall, da zeigt er sein wahres Talent, finde ich. Also, eben, genau. Ja, besser war er nie wieder gewesen nach King of Queens ja. als bei dem Kanal. Ja. Was ich halt, wie gesagt, was ich halt ganz interessant fand, weil ich mal vor dem Podcast, wo wir angefangen haben, dass ich ja Bloodline gesehen habe nun, der mit Sean William Scott ist, der eben auch aus diesem Comedy-Gewerbe kommt, ne? Und der Film halt deutlich besser funktioniert, ne? Wenn man Sean William Scott eben wirklich die Rolle so auferschrieben hat, dass er wirklich eiskalt wirkt und wirklich starr im Gesicht und sowas und du ihm das abkaufst, dass er ein eiskalter Killer ist halt, ne? Naja. Das ist halt bei Becky eben genau nicht passiert, weißt du, so, Na. dass ich da sage, okay, nehme ich dir voll und ganz ab
Und es liegt aber nicht auf Kevin James, sondern eben an dem total schwachen Drehbuch, was vielleicht 3 Seiten gehabt haben muss. Und davon waren 2 Seiten gemalte Bilder, ich weiß nicht. Von Becky. Ja, es war einfach wirklich, also vom, wenn du genau drüber nachdenkst, ist da keine richtige Geschichte vorhanden. Denn das, was ich hier als Beschreibung vorgelesen habe, mit dem Wochenende und bla bla und so, das ist eben auch schon alles, ne? Das ist alles. Du weißt nicht, worum es geht, warum es so ist. Du hörst nur ständig das Wort Bruderschaft, siehst irgendwelche Nazi-Symbole und es soll ein hart und böse sein. Weißt du? Ja, ja, genau. Ja. Und mich hätte, wenn das Drehbuch geiler gewesen wäre oder wenn der Film an sich erstmal funktioniert hätte, hätte mich auch gar nicht gestört, dass man gar nicht weiß, wofür der Schlüssel ist. Denn mir fällt sofort ein Mission Impossible 3 mit der Hasenpfote. Ja. Da weiß auch kein Mensch, ja, was das ja, ist. Ja, so, ne? Absolut, aber natürlich fällt dir das dann halt trotzdem negativ in dem Film auf, wenn alles andere schon negativ ist. Ja, du? Eben, genau. Ja, deswegen sage ich ja, wenn der Rest gestimmt hätte, dann wäre mir das egal gewesen. So. Und natürlich will man dann auch wissen, aber wofür ist denn der scheiß Schlüssel? Dann haben wir noch nicht die ganze Zeit davon. So, ja, ne? Ja. Ja, also, ja. Braucht euch nicht angucken, benetzt oder versaut euch das Bild von Kevin James nicht. Nee. Geht lieber auf den YouTube-Kanal und guckt euch das an. Auf jeden Fall. Mittlerweile ist da, glaube ich, auch Stuff drauf für 1,5 Stunden. Locker, ja, würde man sagen. Ja, ja. Gut, kommen wir von der Gurke zum Känguru. Was für eine Überleitung. Hätte auch sagen können, was fressen Kängurus? Gurken. Okay, mach jetzt einfach. Gut, also, wir haben gesehen die Känguru-Chroniken. Ja. Haben wir. Gut. In dem geht es um Marc Uwe. Und der ist Kleinkünstler und wohnt, ja, puh, ich denke mal in Kreuzberg. Kreuzberg. Ja. Der ist auch so das Klischee eines Kreuzberger Jutebeutel tragenden Veganers. Ja. So ungefähr. Und der wohnt da ganz alleine. Er ist Kleinkünstler und sein Leben plätschert so vor sich hin, bis auf einmal ein Känguru vor seiner Wohnungstür steht und ihn um Sachen anbettelt, weil er nämlich Pfannkuchen machen will. Genau. Und 10 Minuten später ist das Känguru bei ihm eingezogen. Darum geht der Film. Dann haben wir noch ein AfD-Politiker, also offensichtlich AfD-Politiker. AZD, ja. Ja, genau. Der den Wohnblock, in dem Marc Uwe mit dem Känguru wohnt, abreißen will, um dort einen Tower. Irgendeinen Tower da hinzuzimmern. So. Ja, und darum geht der Film. Der ist gewollt politisch, der ist aber auch sehr platt politisch. Ja. Der zeigt, finde ich, aber auch klare Kante. Also der ist für Leute mit vielleicht einer rechten Gesinnung nicht gerade das, was man gucken sollte. Weil der zeigt wirklich von vorne bis hinten, dass er sehr links eingestellt ist, der Film. Ja. Also definitiv. Die Witze hierbei gehen von doch schon relativ intelligent, sage ich mal, bis zu total bescheuert. Also wirklich unfassbar platt so und auch sehr klischeebelastet und bla bla. Also allein wie der AZD-Typ da, der Chef, wie der dargestellt ist, das hätte man auch ein bisschen cooler machen können, finde ich. Ja, also der absolut, ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr platt und ich bin einfach nur böse, weil ich böse bin, mäßig so, ne? Klares Highlight, das ist Känguru. Was ich finde, dafür, dass es ein deutscher Film ist, sieht es auch echt gut aus, Alter. Finde ich auch. Also es sieht zwar so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Hasen und einem Esel, finde ich. aber trotzdem ist es gut gemacht, ja, finde ich auch. Also kann man nicht meckern. Ja. Was kann ich dazu noch groß sagen? Also das ist so irgendwie so eine bunte Mischung und geht von grottenschlechter Witz zu, ja, kann man machen. Also meine Perspektive von dem Film ist, dass sie echt Glück hatten, dass sie das Känguru haben. Denn das ist für mich persönlich ist es das Highlight des Films, die meisten Witze mit dem Känguru sitzen, meiner Meinung nach. Mhm. Ich fand die Stimme im Trailer nervig, fand sie im Film gut. Mhm. Also, obwohl sie nervig ist, hat sie perfekt gepasst. Die Art und Weise, wie das Känguru agiert, finde ich super. Der Film ist mir persönlich aber zu klischeebeladen. Der lässt nichts aus, finde ich. Also gar nichts, wo du schon sagst, so, es wird viel zwar auf die linke Schiene getrieben, gegen rechts etc., aber es wird auch wirklich mit einem Vorschlaghammer gemacht, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich extrem und da wird kein Klischee ausgelassen, um das dir auch aufs Auge zu drücken, dass es eben so ist. Allein diese Nazi-Bande, das sind, ja, alles, das sind 4 Vollidioten. Genau, also so ein dicker, fetter, ein total blöder, dummer, der auf den Teppich pisst. Und also es ist schon dann so ein bisschen ins Niveaulose gegangen, wo ich dachte, gut,
machen wir uns nichts vor, nicht alle sind blöde, ist nun mal so, ist leider Gottes so, es gibt nun mal intelligente Leute unter den Ranggruppen da, aber im Großen und Ganzen habe ich mich trotzdem unterhalten gefühlt, also muss ich mal sagen, gerade so Stilmittel waren lustig gewesen, den Anfang fand ich phänomenal gut, muss ich sagen. Bei dem Anfang musste ich mega lachen, also, als das Känguru das erste Mal da steht. Davor noch, und zwar als das anfängt, dass, wo die anfangen sollen, mit dem Film, wo die zurückspulen und so, ja. Und dann, das eigentlich der Marc-Uwe ist ja und der halt einen Audiokommentar spricht und als er auf dem Sofa aufwacht, wird das Audiokommentar ausgeschalten und es wird sogar eingeblendet. So. Ja. Also, das fand ich übelst cool gemacht, dass das Känguru und der Marc-Uwe sozusagen miteinander geredet haben, weil es ja von Hörbüchern ist, weißt du so? Mhm. Oder von Büchern, die als Hörbücher adaptiert wurden. Vorher war es eine Radiosendung. Genau, und die halt wirklich gut ankamen. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich werde da wahrscheinlich auch mal reinhören. Und das fand ich super lustig und wie gesagt, das Känguru an sich fand ich war das absolute Highlight. Den Film hat den Film denn doch auf eine unterhaltsame Schiene gelenkt. Ansonsten war es mir zu platt, zu klischeebeladen. Mich hat die ganze Story nicht gekickt, so weißt du so. Mhm. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, oh cool, geile Story, so weißt du so. Ja, ich fand auch, dass die Frau hier, Bettina Lambrecht, von dem AZD-Politiker, ja. Die war auch total, weiß nicht, so... Das böse, grantige Vibe da, weißt du so? Und naja. Das hat mich alles irgendwie auch so ein bisschen ein Stück weit genervt, denn langsam so, weißt du so? Fand ich blöd. Die hätten eher, wenn sie sowas machen wollen, hätten sie eher mit Klischees spielen sollen, finde ich so, weißt du so? Mhm. Und das haben sie nicht gemacht, meiner Meinung nach, ja. Sondern die haben nur auf Klischees hingewiesen und das war so ein kleiner Fehler in dem Film, fand ich. Ja, bin ich auch bei dir. Den Anfang fand ich auch mega gut. Ich fand halt das Ding, wo das Känguru das erste Mal da steht. Und dann irgendwie, wissen nicht, Zucker haben will und Milch und so ein Kram. Und irgendwann so, ich habe kein Herz und ich habe keine Wohnung. So witzig, weil er sagt, ich brauche eine halbe Packung Mehl und hast du dann die Lese, halbe Packung Mehl steht da drauf oder frische Milch auf der Packung und so was. Ja. Das war schon ganz witzig gewesen. Also ein paar witzige Einfälle hat er schon gehabt. Ja. Wurde aber zunehmend mit der Laufzeit, finde ich, immer ein bisschen platter, so der ganze Film. Ja. So. Aber man kann sich den schon angucken, sag ich mal. Die Bücher habe ich auch noch nicht gelesen. Man weiß natürlich nicht, wie der Humor in den Büchern ist. Ich schätze mal, dass diese ganze Linksausrichtung wird wahrscheinlich genauso sein. Ja, also die Bücher sollen ja generell ziemlich politisch sein. Ob die jetzt auch so platt politisch sind, keine Ahnung. Ich werde sie auf jeden Fall lesen, habe ich mir auch vorgenommen. Also die hole ich mir ja definitiv, weil von meiner Freundin, der beste Kumpel, der hat die alle schon durch und er meinte, die sind richtig gut. Ja, die sollen auch thematisch halt ein bisschen ausgefeilter sein einfach. Da soll... Das ist halt auch von der Kulisse her weiter rausgehen halt. Ja, ja. Halt. Und nicht nur im Kreuzberg im Block spielen, weißt du sozusagen. Mhm. Ich werde mir, wie gesagt, entweder, wahrscheinlich werde ich es nicht lesen, ich werde wahrscheinlich die Hörbücher zulegen, weil ich halt mehr quatschen, komisch und cool, glaube ich so. Werde ich mir wahrscheinlich auch mal nachholen und mal gucken, wie es so im Vergleich ist. Der Film ist Mittelmaß so. Ja. Vielleicht ein bisschen gehoben, sage ich mal. Also man kann sich den auf ein paar Regeln so ein Dach auf jeden Fall geben. Ja. Jeden Fall. Denn wenn man eigentlich mal ein bisschen dich berieseln lassen will und wirklich, muss ich sagen, den ganzen Film lang ein lustiges Känguru sehen will, dann kann man das schon gut machen, sag ich mal. Ja, bin ich bei dir. Ich finde das nur ein bisschen schade, dadurch, auch durch diese ganze Corona-Thematik, ist der ja auch völlig untergegangen. Halt, ne? Also der lief ja, weiß ich nicht, mal eine Woche im Kino, dann wieder nicht und dann wieder doch und dann... kam ja gleich auf Streaming. Und obwohl er übel stark angelaufen ist im Kino. Also der hatte in den ersten drei Tagen 300.000 Zuschauer in Deutschland. Also der wäre schon ein Erfolg geworden, so halt. Ne? Naja, aber der ist ein bisschen an seinen, an den Umständen gerade ein bisschen gescheitert. Ja. Weil, wie gesagt, technisch finde ich den echt krass, Alter. Ja, also, das ist gut gemacht auf jeden Fall. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, also, Känguru-Chroniken, wer auf Tiere steht, der kann sich die Känguru-Chroniken mal reinpfeifen. Und wer die Bücher mag, wahrscheinlich sowieso. Also wer die kennt und mag, dann... Die kann ja ruhig mal einen Vergleich ziehen. Und wer die nicht kennt, der kommt vielleicht auch besser mit dem Film klar. Kann auch sein, also vielleicht... Ihr könnt ja mal, falls ihr die Bücher gelesen habt, könnt ihr ja eventuell mal bei YouTube kommentieren, ob das wirklich so den Humor trifft. Also ob der Film wirklich dem Humor entspricht wie den Büchern. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ja, gut. Gut, einen haben wir noch, glaube ich, ne? Einen haben wir noch. Und zwar haben wir noch 5 Zimmer, Küche, Sarg.
Ist seit 12 Jahren freigegeben, geht softe 86 Minuten, ist auf Amazon zu erwerben. Ich weiß allerdings nicht, für wie viel, weil wir haben den in der 97 Cent Aktion geholt und da steht jetzt aktuell noch nicht da, wie viel der kostet, weil ich habe den ja schon gebucht. Naja. Da steht jetzt irgendwie nicht da, die Preise. Ist von Taiki Waititi. Taika Waititi. Oder Taika Waititi. Und Jermaine Clement. Kenne ich beide tatsächlich. Jermaine Clement kenne ich auch durch diverse Serien und auch ein paar Comedy-Filme hat er mitgespielt. Die haben beide Regie geführt, Drehbuch geschrieben und sind die Hauptdarsteller des Films. Und darum geht's. Viago, Deacon, Vladislav haben viel Spaß in ihrer barock verlebten Altbauvilla in Wellington. Vor der Kamera berichten sie freimütig und auch etwas eitel über ihre bizarren Geflogenheiten. Wie in jeder WG gibt es Konflikte, etwa um die Frage, wer sich um den türmenden Abwasch kümmert. Doch jede Nacht ist Party und meistens wird es da richtig blutig. Das Filmteam begleitet die Vampire auf ihren Ausflügen in Clubs ihrer Stadt, wo sie Kontakte pflegen, sich mit den Werwölfen zoffen und für jungfräulichen Nachschub sorgen. Hm. So. Ich weiß ja schon, dass wir beide diesmal nicht einer Meinung sind. Ja. Das weiß ich schon vorher. Also ich fand den Film großartig. Ich fand ihn richtig gut. Das ist genau mein Humor. Hat ihn zu jeder Sekunde getroffen. Erstmal ist der Film basierend auf dem Kurzfilm, den die beiden schon gemacht haben. Und ist so in einem Mockumentary-Style gemacht halt, ne? Also, und da muss man halt wieder sagen, es gibt halt mehrere Punkte, ob man halt mit dem Stil, mit den Stilen klarkommt des Films halt. Erstmal ist da der eigenständige Humor, ne? Mhm. Der ja nicht jedem liegt. Und zweitens halt dieser Mockumentary-Stil, den ich total abfeier, den meine Freundin total abfeiert. Also, ich rede da eben auch so von Stromberg halt, ne? Mhm. Von Andere Eltern, das ist eine Serie auf Join, die wir zurzeit gucken, die auch richtig lustig ist, auch in Deutsche. Modern Family, die Lieblings-Sitcom meiner Freundin und Parks and Recreation, wiederum einer meiner Lieblings-Sitcoms. Und die sind alle in diesem Stil gedreht, halt dieses künstliche Dokumentarstil. Mhm. Und ich fand halt die Thematik halt witzig, sowas zu machen in einem Stil mit Vampiren und Werwölfen halt. Also, was er halt so definitiv noch nicht gesehen hat, meiner Meinung nach. Also, ich kenne keinen vergleichbaren Film, der die Thematik so macht, sag ich mal. Ja. Und es kommt zu, meiner Meinung nach, zu vielen witzigen Situationen. Also, wenn wirklich, wie in meinem Text eben schon erwähnt, so es um den Abwasch geht und dann da lauter blutiges Geschirr rumliegt und sowas. Und Tiger Waititi halt diesen sag ich mal, so weichen Typen spielt, ja. Ah. Und eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, das gar nicht so gut findet, Blut trinken zu müssen, das aber machen muss, mhm. ja. Und total schusselig ist, wenn er einen Halsschlagader durchbeißt und das Blut da rumspritzt und sowas. Und wie er redet, ich finde es halt übelst lustig. Ich fand halt die ganze Situationskomik in dem Film hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich musste mehrere Male wirklich auflachen. Daraus hatte ich bei Facebook eine kurze Kritik dazu geschrieben oder mal kurze Worte geschrieben und hatte dann geschrieben, dass ich mir davon eigentlich gerne, der seltene Fall ist, dass ich mal gerne einen zweiten Teil davon sehen würde oder eine Serienform hätte ich mir irgendwie vorstellen können. Und tatsächlich hat mir jemand geschrieben, dass tatsächlich daraus eine Serie gemacht wurde, okay. die auf Join Plus zu sehen ist und die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Die dritte Staffel wird gerade gedreht. Mhm. Habe ich nämlich richtig Bock drauf. Geht zwar um andere Personen, andere Vampire, andere Werwölfe, aber beide, Jermaine Clement und Taika Waititi, kommen beide in ein paar Folgen vor und haben okay. sind auch selber so die Showmaster der Serie. Also der Humor wird wahrscheinlich beibehalten werden. Und der ist ja 12 Jahren freigegeben, weil ich irgendwie komisch finde, muss ich sagen. Also ich fand, ein paar Sachen waren schon recht komisch gewesen. Gerade auch Peter, der unten im Keller ist, der offensichtlich Nosferatu-Anleihen hat. Der sieht echt gruselig aus, finde ich. Also ich finde das schon echt krass. Aber wie gesagt, wenn dann halt auch wieder Viago da runtergeht und dann, oh, was ist das? Oh, das ist ein Becken und bla bla, weil da irgendwelche Knochen rumliegen von irgendwelchen Leichen. Ich finde es halt einfach überwitzig. Halt. Das ist halt mit so dieses ganze Derbe ist halt so in den spaßigen Bereich gezogen. Ich konnte damit absolut was anfangen, muss ich sagen. Ja, du willst ja wahrscheinlich meine Meinung dazu wissen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr schade, dass du mir nach 20 Folgen in den Rücken fällst.
Und wir jetzt sozusagen die Premiere feiern und wirklich komplett auseinandergehen, weil ich persönlich fand den Film halt wirklich nicht gut. Und ich war echt enttäuscht. Also, wir hatten ja zusammen schon Jojo Rabbit hier behandelt, ja, der auch von Taika Waititi ist. Und ich finde, da geht der Humor und auch die Personenzeichnung, wie die Leute halt geschrieben sind etc., komplett auseinander. Also bei Jojo Rabbit hatte ich halt wirklich Figuren vor mir, mit denen ich halt mitgelitten habe und so, ne? Und mit denen ich was anfangen konnte und die ich halt irgendwie, das waren halt Menschen. Das ist natürlich jetzt blöd, bei Vampiren davon zu reden, so, aber trotzdem waren es Personen, mit denen ich mitleiden konnte und irgendwie mitgefühlt habe und bla. Und das habe ich hier bei dem Film gar nicht gehabt. Die Figuren fand ich alle durch die Bank weg total bescheuert. Also wirklich. Angefangen bei Taika Waititi. Die Stimme geht mir schon auf den Sack von dem. Ich hab's geliebt. Die geht mir auch bei Thor. Der spielt ja auch mit, der spielt ja diesen Steintypen. Kork, ja. Ja, Kork, genau. Da geht mir die Stimme auch schon auf den Sack. Also, keine Ahnung, der wirkt halt, egal was er spielt, mit dieser Stimme wie ein Vollidiot, finde ich. Die anderen Figuren sind irgendwie nicht besser, keine Ahnung. Also, irgendwie gingen mir die alle am Arsch vorbei. Die haben auch keine Story, wo ich mir denke, so, okay, du bist ein cooler Typ oder schon irgendwie traurig, was du da hast und ich bemitleide dich, du bist jetzt ein Vampir und du hast eigentlich gar keinen Bock drauf, das ist mir alles so völlig Wurst eigentlich. Was sag ich noch? Achso, der Erzählstil, das stimmt, das ist nun mal ein Stil, mit dem man entweder was anfangen kann oder halt eben nicht. Bei Stromberg konnte ich auf jeden Fall super damit leben, habe ich auch alle Staffeln auf DVD zu Hause, da konnte ich es nicht, ich fand es halt irgendwie stellenweise auch völlig unlogisch. Also zum Beispiel diese Stelle, wo die dann auf dieser Party sind am Ende, und die alle nur auf den besten Kumpel von dem einen da so, ja, du hast Menschen mitgebracht, den wollen wir jetzt essen, blala. Um die rum stehen 5 Kameramänner, Alter, die alles Menschen sind. Aber das wird auch erwähnt, Alter. Das wird dann später auch gesagt, so, ja, fresst aber nicht unsere Kameramänner, blala. Aber erstmal sind alle nur auf diesen einen Typen drauf, so. Und mir ist sofort so der Gedanke gekommen, aber da sind doch noch andere, Alter. Was wollt ihr denn nur von dem, so, ne? Auch dieser beste Kumpel, der halt eigentlich kaum ein Wort sagt, irgendwie, der dann Werwolf wird am Ende. Ja. Spoilerwarnung. irgendwie, weiß ich nicht, Alter. Ich konnte mit diesen Figuren nichts anfangen. Weiß ich nicht. Ist bei mir wirklich umgekehrt. Also genau das Gegenteil. Tatsächlich sind unsere Meinungen da wirklich so weit auseinander. Also ich konnte mit jeder Figur was anfangen. Ich glaube, der Film wollte gar nicht, dass du mit irgendjemandem mitleidest. Also dafür ist es thematisch 5 Zimmer, Küche, Sarg und Jojo Rabbit auch viel zu weit auseinander. Weil das sind zwei unterschiedlichsten Filme, die es so gibt, sowohl stilistisch als auch vom Thema her. Ich kann die beiden Filme kann man halt auch null vergleichen, ne? Und ich glaube, es sind halt so diese Filme, entweder man kommt damit klar oder eben nicht. Also es gibt ja auch Leute, die mit Jojo Rabbit nicht klar kamen, definitiv so. Ich kam mit beiden zurecht, sowohl mit Jojo Rabbit als auch mit dem. Vergleiche die beiden aber nicht miteinander. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe auch mit keiner Figur mitgelitten, aber ich fand halt jede Figur irgendwie an sich lustig so. Also ich habe es gemocht, ich mochte auch die Stimme von Taika Waititi, weil es halt dieses Trottelige ausgemacht hat, dieses Sanfte so ausgemacht hat, so fand ich. Das hat es noch unterstützt, meiner Meinung nach. Hat mich jetzt persönlich nicht genervt. Könnte jetzt verstehen, dass es jemanden nervt, muss ich dazu aber sagen. Bei mir hat es, wie gesagt, nur das unterstützt halt, was ich sowieso schon von vornherein klar gemacht hatte, dass diese Figur für mich so dieses Trottelige und Sanfte und Liebe hat, so, weißt du, so, und was total gegen letztlich zu dem ist, was er eigentlich sein sollte, weißt du, so. Und ich finde, dass die Figuren, egal wie unsympathisch am Anfang waren, zum Schluss nicht mehr unsympathisch waren. Also auch der Vladislav, der 846 Jahre alt ist, der seine Ex-Freundin als Biest bezeichnet. Ach, wo er dann später rausgekommen ist, Genau. Also der war am Anfang völlig unsympathisch, fand ich die ersten 10 Minuten so. Und der wurde immer sympathischer, finde ich. So gerade als halt eben der Mensch drin kam, der, wie ist Samuel oder hieß der oder sowas, keine Ahnung. Als der da drin kam und die den halt mochten, so plötzlich so. Ja. Ich fand es halt übelst witzig. Es war halt für mich Situationskomik, die bei mir irgendwie gezündet hat. Weißt du so? Also, mich hat er halt voll abgeholt, der Film. Muss ich also, sagen. Ich musste, um Gottes Willen, ich bin ja auch ehrlich, ich musste auch 2-3 Mal ein bisschen schmunzeln oder vielleicht auch lachen, aber das hat für mich den Film halt nicht getragen, so, ne? Also, wenn du 90 Minuten siehst und 2-mal lachen musst, dann trägt das für mich den Film halt nicht. Na, das Ding ist, pass auf, das Ding ist, was ich halt wirklich finde, der Film ist für mich original das Ding, wo ich dachte, wann gucke ich jetzt die 2. Folge? So, für mich funktioniert so ein Ding wahrscheinlich vielleicht als Serie noch besser. So. Ich dachte so, das hätte man als Serie auslegen müssen. Und deswegen freue ich mich, dass es eine Serie gibt. Ja. Weil ich glaube, das funktioniert als Serie wirklich richtig gut. So, weißt du? So, als Film wird es nicht jedermanns Sache sein. Und selbst ich, der den Film wirklich gut findet, sage,
dass ich es lieber hätte als Serie gesehen, so. Also vielleicht so als zehnteilige Miniserie oder sowas, hätte es bestimmt irgendwie interessante Perspektiven hervorheben können. So als 82-minütiger Film war das auch für mich jetzt kein langatmiges Ding, was ich immer so wegsnacken konnte, so. Und eben meinen Spaß daran hatte, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich ultramäßig auf die Serie freue, weil ich glaube, das ist genau das richtige Format für solcher Art Stilmittel, weißt du so? Das kann ich mir schon gut vorstellen, so, weißt du so? Weil du ja sagst, dass es halt den Film nicht trägt, weißt du so an sich, aber als Serie wiederum, glaube ich, kann sowas gut funktionieren, bin ich der Meinung, so, weißt du so? Ja, das kann eventuell sein, ja. Angucken wäre es mir trotzdem nicht. Nee, um Gottes Willen. Warum auch? Aber das war jetzt so meine Meinung dazu. Also ich glaube, dass es halt serienmäßig, weil ich mir die ganze Zeit beim Film so dachte, so, ach man, ey, das so ein paar Folgen lang, das wäre doch irgendwie cool, weil so immer so eine 30 Minuten oder so, weil so, vielleicht wäre das dann noch so ein bisschen kurzweiliger gewesen oder sowas, weißt du so. Aber ich persönlich muss sagen, konnte mit dem Film definitiv war voll zufrieden, den Ding. Ja, das war die Stimme, die keine Ahnung hat von Filmen. Ich bin derjenige, der eine hat. Guckt euch den nicht an. nehmen wir das Willen. Also, wer auf so skurrilen Kram steht und auch mal Vampire in lustiger Form sozusagen sehen will und auch auf diesen Mockumentary-Style so abfährt, kann sich den auf jeden Fall mal geben. So. Aber von mir der vorsichtige Hinweis, eventuell ist es dann auch nicht so witzig, wie Kollege Schulz das stellen will. Ich wäre nicht der Einzige. Film hat Top-Kritiken, mein Freund. Kritiker. Kritiker. Mein Gott, Kritiker. Alter. Ich glaube aber, das ist halt auch so eine Sache, ne? Weil Taika Waititi ist ja nun mal auch so ein eigenwilliger Typ. Ne? Ja. Das kann man schon bei Thor, da gibt es genau dasselbe. Ich glaube, jeder Film hat Hater und welche, die das mögen halt. Also jeder, ja. Thor, Fünfzimmer Sarg, Küche Sarg und eben Jojo Rabbit. Es gibt immer eine Hälfte, die damit klarkommt, die andere nicht. Das ist so ein bisschen Tarantino-Style, finde ich. Entweder für einen ist es so ein Kultfilm oder man denkt so, was ist das für ein Blödsinn halt. Ne? Also ich meine, wie viele Leute hassen Thor 3, Alter? Ja, also das gibt... Das Ding ist ja, ich will jetzt auch gar nicht um Gottes Willen das Fass von Thor 3 aufmachen, das Ding ist ja, dass mich der Humor von Thor 3 gar nicht gestört hat. Ich finde den Bruch halt zu extrem. Der Bruch ist halt, der ist schon übel. Also ich glaube jetzt, wo er ja auch Teil 4 macht, ist die Überleitung wahrscheinlich besser von Teil 3 zu 4. Auf jeden Fall, ja. Also die Ausrichtung ist jetzt klar und jetzt kann man damit weitermachen, aber von Teil 2 zu 3, ich finde auch Thor 3 am besten. Also so ist es nicht, so, ne? Aber wenn man jetzt Thor 2 gesehen hat, den ich um Gottes Willen nicht gut finde, so, aber dann Thor 3 kommt, dann denkst du so, was ist mit der Figur passiert? Oder? Ja, was haben sie halt denn da gemacht? Ist schon extrem, ja. Die Stilrichtung ist schon übel. Naja. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also meine innere Uhr sagt, wir haben vielleicht noch 5 Minuten. Ich habe noch einen Film alleine gesehen, den kann ich ja ganz kurz nochmal ansprechen. Und zwar war ich mit meiner Frau Blu-rays shoppen, weil es... Kollege Schulz hat gerade auf die Uhr geguckt und hat mit der Hand gewunken. da gab es wunderschöne Angebote und meine Frau hat sich dann die Eiskönigin 2 ausgesucht. Und ich durfte mir den auch angucken. Den ersten Teil kannte ich, den fand ich okay. Ich fand auch die Musik okay. Leider kann der zweite Teil für mich da nicht anknüpfen. Aber worum geht's denn überhaupt? Es geht um Elsa und natürlich ihre Schwester, die ganz happy in ihrem Schloss wohnen, zusammen mit dem Freund und dem komischen Elch und dem Eisbären Olaf. In dem Film auch Eismann. Eismann? Schneemann. Schneemann. Was hab ich gesagt? Eisbär. mit dem Schneemann Olaf, der auch hier wieder extrem geil gesprochen wird von Harpe Kerkeling. Eismann. Okay. Mit dem kleinen Eisbär. Ja, und irgendwann hört Elsa, die Eiskönigin, eine Stimme und sie fragt sich, wo kommt das denn her und bla. Und dann landen sie irgendwie alle zusammen in einem verwunschenen Wald mit 4 Elementen und die müssen sie irgendwie finden und keine Ahnung. Und dann kommt noch die Hintergrundgeschichte oder generell die Geschichte von ihren Eltern, wie die denn ums Leben gekommen sind beim ersten Teil da, was da gezeigt wurde. Das wird aufgeklärt und bla. Ja, und darum geht im Grunde der Film. Das Problem an dem Film ist, und da bin ich wahrscheinlich auch die falsche Ansprechperson für. In dem Film wird alle 5 Minuten gesungen, Alter. Alle 5 Minuten. Bei jedem Blödsinn, bei jedem Problem, bei jedem Streit, bei jedem irgendwas wird ein Lied getrellert und eines ist schlimmer als das andere.
Ich fand, um Gottes Willen, die Lieder im ersten Teil, ich meine, ich höre es mir nicht privat an, aber die Lieder im ersten Teil kann ich komplett nachvollziehen, dass das, weiß ich nicht, Ohrwürmer sind, dass Kinder das feiern, dass das irgendwie cool ist und bla, kann ich alles nachvollziehen, aber im zweiten Teil ist davon gar nichts übrig geblieben, also wirklich nichts. Der Zauber ist weg. Ja, genau, so ungefähr. Und man merkt auch, dass die probiert haben, mit Biegen und Brechen das irgendwie dahin zu drehen, aber es einfach nicht schaffen halt, ne? Also ganz schlimm. Das Schlimme ist auch, dass dieser Ruf, den Elsa da ständig hört, das ist einfach nur eine ganz kurze Melodie, die viele wahrscheinlich kennen werden. Ich mache die jetzt nicht nach. Ich habe keine schöne Singstimme. Aber die wird in 3-4 Liedern davon verwurstet irgendwie und ständig dasselbe Sample, nennt man das, im Musikgenre. Und damit hört sich irgendwie alle Lieder gleich an und ach, keine Ahnung. Dann hast du noch irgendwie von dem, heißt der Christoph, der Typ von Elsas Schwester? Oder ist das der Elch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Freund von Elsas Schwester, der singt ein Lied und das ist einfach eine Bon Jovi-Ballade mit E-Gitarre und so. Und es wird auch so in Szene gesetzt, wie ein Bon Jovi-Musikvideo und so. Also wirklich ganz schrecklich. Ah. Also ganz schlimm. Olaf ist geil. Also Olaf ist richtig cool. Olaf ist sowas wie Eichhörnchen bei Ice Age, war so. Genau. Und da muss ich Disney auf jeden Fall oder generell Pixar oder was weiß ich, generell Animationsstudios ein riesen Lob aussprechen. Die wissen, wie sie Tiere oder so abstrakte Figuren in Szene setzen halt, ne? Weil du hast Olaf, du hast den Elch und du hast jetzt in dem Film noch so einen Feuersalamander und die sind alle einer knuffiger als der andere. Und die funktionieren super halt, ne? Also, die sind richtig geil. Die sind richtig cool. Die machen Spaß, die sind witzig und so. War der Salamander nicht vom ersten Teil? Nee, der war auch nicht im ersten Teil. Nee, war nicht auch so ein grünes Viech da gewesen? Irgendwas? Nee, das war bei Rapunzel. Die hatte so ein Leguan. Oh, so einen alles kleinen. Klar. Ja, ich hab alles gesehen. Disney-Profi. Ich hab alles gesehen. Sprich, nicht-menschliche Figuren werden in so einem Animationsfilm perfekt dargestellt und die machen alle Bock. Aber alles, was zwei Augen und zwei Beine und zwei Arme hat, ist halt dumm. Also zumindest in dem Film. So, ne? Die gehen einem alle auf den Sack. Das Schlimme ist, gleich das erste Lied ist, thematisch, wir halten alle zusammen und wir sind eine Familie und nichts geht über uns und bla und egal was kommt, wir zusammen und blablabla. Eine halbe Stunde später, Elsa haut ab und die mit dem und die trennt sich von dem Typen und bla und alle gehen getrennte Wege. Wo ich mir denke, so, was ist denn das für eine Botschaft, Alter? Erst trällert ihr irgendwelche krassen Sachen, Familie hier, Familie da und dann eine halbe Stunde später sind alle alleine, so, weißt du? Und jeder singt für sich selber ein Lied darüber, wie kacke es doch ist, alleine zu sein. So, also, ganz schlimm. Aber, noch ein positiver Punkt, ich will hier nicht nur rumbashen, der Film sieht bombastisch aus. Hm. Also, der ist, glaube ich, eigentlich der aktuellste Animationsfilm, oder? Kam danach noch einer? Ja. Bist du sicher? Der ist vom letzten Dezember. Kam danach noch ein Animationsfilm? Ich meine, im Kino wahrscheinlich eher nicht. Also mir fällt keiner ein, auf jeden Fall. Irgendwas war dazwischen. Ich meine, da war noch irgendwas gewesen, aber ich bin da lieber vorsichtig. Also, in meinem Kopf ist es auf jeden Fall erstmal der aktuellste, also zumindest von Pixar, Disney, was gibt's noch? Illumination und DreamWorks. Das ist für mich so der aktuellste so. Und der sieht einfach göttlich aus. Also die Animationen sind mega krass. Da sind Szenen drin, da ist extrem viel mit Wasser und Eis natürlich. Und das sieht alles übelst echt aus. Es gab sogar eine Szene, und ich glaube, da kommen die eventuell später mal ein Problem, so in so ein Problemgebiet. So gegen Ende des Films ist eine riesen Flutwelle. Und diese Welle sieht echt aus. Also die sieht wirklich aus wie eine echte Welle. Ah. Aber darin gesetzt hast du halt diese animierte menschliche Figur. Und es sieht halt aus wie, kennst du den Film Roger Rabbit? Ja, ja, klar. Wo halt echtes Dings und dann diese Cartoon-Figur da drin, so kam es rüber halt, ne? Als ob das halt irgendwie so reingesetzt wurde. Und ich glaube, das könnte eventuell bei Filmen in der Animationssparte so ein bisschen merkwürdig werden in Zukunft, wenn halt die Hintergründe in diesen Filmen immer echter und also wirklich immer realitätsnah werden, aber die Figuren sehen ja trotzdem auch noch irgendwie abstrakt aus, ne? Die menschlichen Figuren sind ja nicht richtige Menschen sozusagen. Ja. Und es sieht halt dann irgendwie ein bisschen strange aus, wenn da so eine abstrakte Figur in so einem wirklich realen Hintergrund drin ist, so, ne? Es könnte, keine Ahnung, vielleicht in 5, 6 Jahren oder so eventuell mal zu einem Problem werden, optisch.
So wie so ein Rückschritt. Ja, genau, weil das einfach komisch rüberkommt fürs Auge halt, ne? Onward war der letzte von Disney und Pixar. Onward, oder? Okay. Onward. Das war der letzte gewesen. Da ging, glaube ich, diese Krise schon so ein bisschen los. Ja, aber das war der letzte. Und dann kam noch irgendwie so ein Scooby-Doo-Film. Also und Trolls und so ein Scheiß. Ja, ein bisschen Animation kam noch, aber jetzt wahrscheinlich nichts Weltbewegendes, ja. Also der letzte große war wahrscheinlich Eiskönigin 2. Also wie gesagt, von der Animation her, der sieht wirklich grandios aus. Da sind richtig geile, coole Szenen drin, so, ne? Also optisch so. Von der Handlung her, von den Liedern her, da ist sehr viel drin. Und Olaf macht, der macht sogar irgendeinen komischen Witz. Da gibt es so eine so 10 Minuten, wo der so Fun Facts einfach runterlabert. Ha. Und dann quatscht der irgendwas mit aus dem, was war denn das, Alter? Aus dem Pupsloch von irgendeinem Tier kommt irgendwas raus, keine Ahnung. Also, ganz, ganz merkwürdig. Okay. Aber Habeck Kerkeling macht einen super Job. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wer den ersten Teil sowieso mochte, wird sich den sowieso angucken. Ja, denke ich. War ja auch riesig so erfolgreich, wa? Ja, der hat über 1 Milliarde, der eingespielt, ne? Ja. Oder 1,2 Milliarden. Ja. Aber ich finde halt, der zweite Teil ist halt für mich eine Enttäuschung gewesen, nach dem Ding. Ja. Ja, wo es Kinder holst du mit sowas wahrscheinlich trotzdem immer ab, wa? Also. Ja, aber genau gerade finde ich mit diesen Tierfiguren halt, ne? Oder mit Olaf. So. Ich glaube nicht, dass das ein kleines Kind sich darum schert, ob der Christoph der Ollen irgendwie einen Heiratsantrag machen will und sie ihn nie lässt, so, weil sie immer Blödsinn quatscht halt, ne? Die ging mir so auf den Sack, Alter. Da kamen 5, 6 Stellen, wo der immer mit dem Ring ankam. Und halt irgendwas quatscht und ja, du bist doch meine, bla bla bla. Und die dreht ihm halt immer die Wörter rum. So. Und sagt, wie, ich bin und ich bin Und das juckt doch kein Kind. Also, weißt du, das ist doch kein Humor für ein Kind. Das interessiert ihn nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, die kleinen Nebenfiguren sind alle super, die Menschen sind alle blöd. Ja. Gut, das war mein Animationsbeitrag. Hast du noch News? So schön runtergezogen, den ganzen Podcast jetzt hier mit der negativen Einstellung. Aber er sah schön aus. Tatsächlich habe ich mal eine News. Ich habe eine News. Ich habe so selten eine News, aber ich habe eine News. Das war crazy. Und zwar Sylvester Stallone soll bei Suicide Squad mitspielen. Das habe ich, glaube ich, auch gelesen, ja. Ja. Ob das jetzt wahrscheinlich wird es wieder so eine Nebenrolle sein, wie schon bei Guardians. Denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, dann wäre ja auch einer, der bei Marvel ja, und ja. DC. Also mittlerweile jetzt immer mehr, die da so rüberwandern. Ja, ich ja. Bin mal gespannt, wie sich das so einfügt da, weil der ist ja nun auch schon eine Weile in Arbeit, der Film. Also eine Hauptrolle kann er wirklich nicht spielen oder auch keine größere Nebenrolle wahrscheinlich. Also der wird wahrscheinlich irgendwo eingepflanzt. Ja gut, ich sag mal, das Ding heißt ja Suicide Squad und ich glaube auch, dass James Gunn das halt endlich mal auch wörtlich nimmt, halt, ne, dass. Von denen, wie viel sind es da? Es sind 10 Leute, 9 davon sterben. Gehe ich jetzt mal fest davon aus, so, ne? Und vielleicht ist Stallone gleich der Erste. Kann sein, ja. So, ne? Ja, ob ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas haben muss, weiß ich jetzt nicht. Also, ob ich dann Stallone haben muss oder so, keine Ahnung. Nee, also haben muss ich den generell nirgendwo mehr, aber. Ja, keine Ahnung. Es ist vielleicht ganz witzig, den zu sehen, aber man muss den auf jeden Fall nicht drin haben. Nee. Nee. Ich hoffe, dass das irgendwie witzig einführen und der wirklich irgendwie einfach stirbt oder so. Das ist so, also naja, keine Ahnung. Anders würde ich. Keine Ahnung, ich finde jetzt bei Guardians zum Beispiel war der völlig unbedeutend, der Auftritt so. Also, fand ich jetzt bei Guardians 2 gewesen, ne? Ja. Und fand ich halt total. Ich hab schon wieder vergessen, warum der überhaupt da war. Keine Ahnung. Der war, ja, war auch völlig nebensächlich, wobei er dann Teil, finde ich, des besten Moments dieses Films drin war und für mich persönlich auch einer der besten Momente im ganzen MCU, diese Beerdigung, sage ich mal, diese Trauerfeier da von Yondu. Ach so. Wo der stirbt und dann kommen noch diese ganzen Piraten dann doch noch an und bla. Und da war er halt dann dabei. Ja. Ja. Ich habe auch eine News, die wahrscheinlich sowieso schon alle auf dem Schirm haben. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, ist Johnny Depp und Fantastische Tierwesen, dass der da raus ist. Ja, also ich sag mal, wie soll ich das sagen? Also alle machen jetzt einen übelsten Aufstand, dass Emma Heard jetzt auch raus soll, Petitionen werden unterschrieben und bla bla. Ja. Und ich denke mir halt so, ach, was soll denn der Quatsch? Also ganz ehrlich, wenn Warner Bros. Das so entscheidet, dann ist es halt so. So, weißt du so? Also, im Endeffekt ist ja Johnny Depp das größere Licht,
sag ich mal. Naja. Was auch größere Zuschauermassen anspricht oder mehr für Aufsehen sorgt. Und da will Warner Bros. Natürlich für Schadensbegrenzung sorgen. Bei Emma Hurt, das ist halt keine Sau eigentlich, ne? Also, naja, ist jetzt meine Meinung dazu. Also ich finde diesen ganzen Aufriss, warum Emma Hurt jetzt da raus soll, völlig für den Arsch und kindisch und ja, klar. Es würde auch, glaube ich, gar keinen jucken, selbst wenn sie die rausnehmen würden. Ja, ich würde es natürlich, ich würde schon blöd finden an sich natürlich, weil ich das sowieso generell nicht gern sehe, wenn dann Sachen da umgetauscht werden. Und bei Fantastic Tierwesen, bei Grindelwald hast du ja wenigstens noch die Möglichkeit, das irgendwie storymäßig hinzubiegen. Ja, ja, ja. Klar würde es wahrscheinlich keinen jucken so und du würdest dich auch schnell dran gewöhnen. Erstmal würde ich aber denken so, oh Mann, das ist so wie so ein Schauspielertausch da oder sowas. Ja. Ich mag schon, wenn es kontinuierlich bleibt. Und ja, ich finde den Aufriss halt völlig albern. Wenn Warner Bros. Entscheidet, dann werden sie schon ihre Gründe dafür haben. Jetzt heißt es ja so, ja, Johnny Depp ist raus, dann muss Amber Heard auch raus. Weil es im Warner Bros. Universum da stattfindet und bla bla. Aber ja, die werden schon ihre Gründe dafür haben, ihre Entscheidung treffen. Und ich kann die Entscheidung durchaus verstehen. Natürlich ist es schade, ich hätte ihn auch gerne weitergesehen, weil ich tatsächlich die Rolle, die er da präsentiert hat, ob die Filme nun gut waren oder nicht, gut fand, so wie er sie dargestellt hat. Grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass die ja für Schadensbegrenzung sorgen wollen. Ja, so, klar. Weißt du, so, also. Ja, du kannst halt, ich habe extrem viele Diskussionen auch geführt bei Facebook mit anderen Leuten und blala, weil ich ja gesagt habe, es weiß kein Mensch, ob das stimmt oder nicht. So, ja, ne? Niemand weiß das, außer diese beiden Personen, genau. Amber Heard und Johnny Depp, so. Aber allein der Fakt, das Ding ist ein Kinderbuch, so, ne? Du kannst keinen vermeintlichen Frauenschläger da reinnehmen. Ja, also ich verstehe schon diesen Beweggrund bei Warner Brothers dahinter. Ja, dass das mal rauskommt, dass es stimmt. Ja, so, ja. Ne? Und vor allen Dingen muss die Situation mal umdrehen, ja? Stell dir mal vor, die hätten Amber Heard rausgeschmissen, da hätte die Kinder geschrien. Ja, Johnny Depp aber auch. Ja, also, ja, das wäre nicht passiert, hundertprozentig. Ja. Kannst du aber einen Arsch drauf wetten, dass es das nicht so ist. Da sind die ganzen Johnny Depp-Fanboys und mein Gott, ich hatte ihn auch in vielen Filmen gerne geguckt, obwohl ich übersättigt von dem seit Jahren bin, ehrlich gesagt. Aber kein Hahn hätte gekräht, wenn Amber Heard wie deswegen rausgeflogen wäre, wenn Johnny Depp den Prozess gewonnen hätte. Gott, das ist genau dieselbe Situation gewesen wäre. Keiner weiß Bescheid, nur die Bäden. Amber Heard war rausgeschmissen worden, hätte keiner geschrien hier und da und Johnny Depp aber auch. Das sind jetzt wirklich die ganzen Johnny Depp Fanboys, ne, die nicht akzeptieren können, dass ihr Schauspieler da rausgeworfen wurde. Das ist Kinderkacke. Ich halt extrem skurril finde, ist, diese ganzen Leute, die sich da extrem drüber aufregen, die tun so, als ob der diese Rolle Grindelwald schon, weiß ich nicht, 20 Jahre gespielt wurde, Alter. Der hat einen Film damit gemacht. Ja. Und 5 Minuten im ersten Teil. Ja. Also, und das Ding ist ja, der ist ja bei Fluch der Karibik ja auch raus. So, ne? Ja. Da wurde ja auch gesagt, okay, der nächste Teil ist ohne ihn. Das hat keine Sau interessiert. Der spielt seit über 10 Jahren diese Rolle des Captain Jack Sparrow. Ja. Und dann darf er die nicht mehr spielen und das juckt keinen Menschen. Aber wenn er bei einem Film eine Rolle spielt, aber im zweiten Teil oder im nächsten Teil das nicht mehr darf, dann ist es auf einmal das übelste Ding. Ja, so. Natürlich, ja, wird eher aus die Situation ausgenutzt, weißt du so, naja, um da drauf rumzuschlagen, so, weißt du so. Also ich find's mega affig, ja, also wirklich. Und gerade, sehe ich halt auch so, gerade Grindelwald ist doch eine Figur, dann sollen sie auch ein Konzept draus machen, sollen sie in jedem Film einen anderen Schauspieler nehmen. Ja. So, passt doch zu der Figur. Vorhin haben sie ja schon die frühe Gespräche jetzt mit Mads Mikkelsen. Das fand ich mega witzig. Ja, ne? Erst regen sich alle auf und dann habe ich so mitbekommen, wo dann Mads Mikkelsen irgendwie rauskam. Oh, okay, das ist cool. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon witzig, ja. Völlig dumm einfach. Nee, also wie gesagt, ich finde, das ist alles totales Theater und keiner von uns steckt da drin. Keiner hat solche Entscheidungen zu treffen. Keiner hat einen Multimilliardenkonzern zu führen, ja. Keiner kann über solche Entscheidungen Macht ergreifen und sagen, als Zuschauer, er hätte einen besseren Plan davon, was die da machen könnten. Ja, ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz der Meinung, dass Warner Bros. Das schon nicht ohne Grund machen wird, weißt du so? Und wie du schon sagst, das ist eine Kinderverfilmung. Man muss immer davon ausgehen, dass da vielleicht auch was Wahres dran ist, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. So. Und ja, so ist es eben einfach. Und wie gesagt, und für mich spielt da ganz viel rein, dass Johnny Depp eben die größere Hausnummer ist. Der einfach viel mehr Aufmerksamkeit erregt, wenn, sage ich mal, in Anführungszeichen, wie es genannt werden darf, ein Frauenschläger in einem Film mitspielt halt, ne? Ja. Weil man hört, es ist halt was anderes. Das ist kein großer A-Liga-Hollywood-Star oder was, ich weiß es nicht. Wenn Jason Momoa gewesen wäre, dann hätten wir sich mal Gedanken machen müssen. Ja, 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 genau. Das ist alles eine na gut, jetzt stelle ich mir gerade so eine Beziehung zwischen Johnny Depp und Jason Momoa vor.
Dann wie bei Game of Thrones. Aber ja, also, aber du weißt ja, wir sind ja, glaube ich, derselben Meinung. Ja. Darüber haben wir nichts zu entscheiden. Also das ist nicht unsere Aufgabe auf jeden Fall. Ja. Und vor allem finde ich es hier auch, ist eine andere Hausnummer als bei James Gunn, wo ich mich halt aufgeregt habe, dass sie ihn rausgeschmissen haben, also Disney, weil da das Ding ja schon 8 Jahre her war oder so und James Gunn sich ja schon dafür entschuldigt hatte, für seine Tweets, ja, ja, die er damals gemacht hat und so, und das Ding war vom Tisch, ja, so, ne? Und die haben den eingestellt mit dem Wissen, dass es das gab, also dass, ja, ja, diese Sachen. Also, das ist ja anders. Wer jetzt rausgekommen, Johnny Depp hat vor 10 Jahren mal seine Frau geschlagen oder sowas und dann hätten sie ihn rausgeschmissen. Da hätte man sich auch aufregen können. So, halt mal, natürlich ist es nicht schön, aber er war eben dann vor 10 Jahren und dann hätte man da halt schon früher handeln müssen. Sowas. Das ist so, das ist klar. Aber dass man aktuell ist nur einfach und es ja kein Ja und Nein gibt und man sich nicht den Mittelweg befindet sozusagen, muss Warner Bros. Ja nun mal eine Entscheidung treffen halt, ne? Ja, ja, ja. Und so wie ich jetzt ja mitgekriegt habe, die ihn ja auch mehr oder weniger darum gebeten zu machen und Johnny Depp ist ja mehr oder weniger auch freiwillig aus der Rolle rausgetreten sozusagen, um da halt auch Ärger zu vermeiden. Also, ja, ja, ja. Also für mich ist es okay, sag ich mal. Klar, hätte ich ihn auch durchaus weiter gesehen, das wäre jetzt auch kein Problem gewesen, aber ja, ich kann mich auch damit abfinden, dass er eben raus ist da. Ja. Wobei er mir schon so ein bisschen leid tut, ne? Also, klar, man weiß nicht, ob das stimmt oder halt eben nicht, aber das ist halt gerade für einen Schauspieler ist das schon übel, Alter. Ich glaube halt, so wie ich es mitbekommen habe, dass die beiden gegenseitig Gift waren füreinander halt einfach, ne? Also die. Ja, sie war ja auch nicht. Genau, die sollen jetzt beide nicht ohne gewesen sein und vielleicht ist einfach das Beste, dass sie auseinander sind. Naja. Was ich natürlich irgendwie hoffe, dass da so wenig wie möglich dran ist, weißt du so? Ja. So ganz unschuldig wird da nicht sein. Und was ich ihm nur wünschen kann, ist, dass er eine Karriere halt nicht vollkommen zerstört wird dadurch halt, ne? So, ja, ja, ja. Das wäre jetzt so das Einzige, was ich wirklich schade finden würde, weil er kann ja, wenn er will halt, ne? Ja, das stimmt, ja, ja. Nun gut. Dann. Hast du noch irgendwas? Nee, weiter habe ich nichts. Also. Gut. Dann hätten wir Folge 21 auch erledigt. Endlich, ey. Dann kann ich wieder ein paar Filme auf die Liste packen, dann sind vielleicht 120 oder so. Besucht unseren YouTube-Kanal ungeschnitten, abonnieren, die Glocke läuten, die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren. ja, guckt euch um oder macht's halt eben nicht. Guckt Filme, hört Soundtracks. Vor allen Dingen kommentiert unter unseres Podcasts. Genau. Also alles, was da so thematisch vorkommt, könnt ihr ruhig anschneiden und Fragen stellen oder vielleicht eure Eindrücke da hinterlassen. Ist ja kein Problem. Ich meine, gerade bei einem Podcast, der 2 Stunden geht, sollte genug Stoff sein, der für jeden irgendwie mal interessant ist. Genau, ja. Und gerade bei YouTube kann man ja mittlerweile auch durchskippen und sich die Themen raussuchen, die man, wo man Bock drauf hätte, ja, so, ne, oder die einen vielleicht interessieren. Also, das stelle ich dann schon immer irgendwie ein. Ja, gut, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ganz genau. Und dann haben wir auch vielleicht eine kleine Ankündigung zu machen bezüglich Beziehungstechnisch. Ja. Wir haben uns getrennt. Schuld ist nicht mehr tragbar. bezüglich der Weihnachtszeit, denn da haben wir eine kleine Aktion in, ja, Planung und da kommen wir dann in der nächsten Folge mal drauf zu. Genau. Dann haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.